Unsere Cashflow-Strategie wollen wir euch heute gerne vorstellen. Wir haben mit den beiden Kollegen, die uns hier gegenüber sitzen, nämlich zusammen 14 Mehrfamilienhäuser gekauft. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Reise. Es ist lange überfällig, das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir uns jetzt unterhalten mal über diese Reise. Hallo Martin, hallo Bodo. Hallo, Marco, hallo Stefan. Genau, hallo Stefan, der ist nämlich auch da, logischerweise. Hallo Marco. Und wir starten rein. Also, wie gesagt, es ist lange überfällig. Ja? Wir haben ja, wisst ihr vielleicht, wir haben jetzt auch vor, glaube ich, einigen Tagen gab es auch ein Update zu unserer gemeinsamen Reise von Stefan und mir. Also, wir werden den Immobilienbestand aufbauen, um wirklich Cashflow aufzubauen. Wir haben da ja auch sehr ambitionierte Ziele für uns selbst, haben ein Projekt quasi losgetreten, dass wir relativ schnell sagen können, okay, wir können von diesen Immobilien leben. Und ein Großteil dieser Strategie und ein Großteil der Immobilien, die in diese Strategie einzahlen, haben wir zu viert gekauft, eben genau mit euch beiden zusammen. Und deshalb ist es mehr als überfällig, dass wir jetzt in einer gemütlichen Talkrunde quasi diese Reise einfach mal, die ist jetzt ungefähr 2 Jahre, oder? Du hast gerade nachgeschaut, Bodo? Ja, es war, meine ich, der 20.01.2020. Jedenfalls zweite Hälfte also über, Januar 2020. Über, ja, also über, über 2 Jahre, ja. Ne, machen wir jetzt diese Reise und haben dann tatsächlich ja sehr, sehr viel erlebt. Vor allem auch ihr zwei. Ja, kommen wir gleich noch zu, wie die Vereinbarung zwischen uns ist, dass da dieser Bestand entsteht. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen durch. Was wir nicht machen hier, wir machen jetzt nicht, wie ihr das vielleicht auch kennt mal von Stefan und mir, ein chronologisches, komplettes, vollständiges Portfolio-Update. Wir haben jetzt hier keine riesen Excel-Tapete. Wir haben ein paar Zahlen rausgesucht zu einzelnen Objekten. Wir wollen aber vor allem die Geschichten hören. Wie läuft die Akquise? Welche Probleme gibt es mit den Immobilien bei der Entwicklung? Natürlich, was kommen für Cashflows raus? Wo stehen wir im Moment? Wie steuern wir das Projekt? Wie steuert ihr das Projekt? Ja, ich denke und hoffe, das ist für die Zuschauer und Zuhörer eine ganz spannende Unterhaltung. Würde ich sagen, starten wir rein. Wir beamen uns quasi zurück, 2, 2,5 Jahre zu dem Start unserer Zusammenarbeit. Und ich erinnere mich, Bodo, wir haben, also, sag mal ganz kurz, Bodo, dein Background vielleicht für die, die es nicht wissen. Also Coach bei Immocation, das hat vielleicht der eine oder andere schon mitgehört. Und was ist dein Background noch? Sehr gerne. Also ich bin an sich Jurist, Rechtsanwalt, auch immer noch. Und ich war damals kurz bevor wir uns da zusammengesessen haben an diesem denkwürdigen Abend im Rilano, war ich angestellt in einer größeren Kanzlei, davor in einer noch größeren Kanzlei, habe aber gemerkt, dass das für mich nichts auf Dauer ist. Das hat sich zu hamsterradig angefühlt und auch wenn es dort spannende Tätigkeiten waren, keine Frage, also vor allem in der letzten Tätigkeit habe ich mit oder für einen Notar gearbeitet, deswegen war ich schon sehr nah dran an Immobilien und gesellschaftsrechtlichen Transaktionen. Ja, aber das hat mich nicht so mit Leidenschaft erfüllt wie das, was ich jetzt tue. In Bezug auf Immobilien und deswegen habe ich da eben Ende des Jahres einen Schlussstrich gesetzt und ja, kurz danach saßen wir zusammen. Genau, wir haben dann über dich eben auch den Martin kennengelernt. Martin, sag mal ganz kurz dein Background. Mein Background ist ein bisschen anders. Ich habe Immobilienwirtschaft mal studiert, wollte seitdem ich 18 bin Investor werden. Das steht in meiner Abi-Chronik tatsächlich schon. Dass, wenn jemand Immobilien sucht, kommt zu Martin, witzigerweise. Habe ich letztens nachgeschaut. Und bin nach Berlin gezogen, Immobilienwirtschaft studiert, im großen Konzern gearbeitet. Habe mich dann 2014 als Makler selbstständig gemacht, weil ich ja nicht so den finanziellen Background hatte, um direkt loszuinvestieren. Wollte aber trotzdem freier werden in meinen Handlungen, Entscheidungen. Als Makler habe ich angefangen, 2016 die erste Wohnung gekauft. Und dann ja, sehr wenig bis 2019 gekauft, war eher Makler als Investor. Habe gemerkt, das geht für mich in die falsche Richtung, dass ich zu viel als Makler tätig bin, zu wenig als Investor. Und habe dann irgendwann eben mit Bodo den Cut gezogen zusammen. Kleiner Funfact, meine erste Eigentumswohnung habe ich über Martin gekauft. So haben wir uns kennengelernt, genau. Genau. Genau, den Cut gezogen und seit 2019 eben darf ich unter anderem mit euch Vollzeit investieren, aber komme ursprünglich aus der klassischen Immobilienbranche. Also kenne das noch mit Anzug, mit Krawatte jeden Tag. Saß wirklich im Portfolio-Management eines großen Konzerns, der dann privatisiert wurde in Milliardenhöhe. Also es waren total abstrakte Zahlen damals für mich. Hatte auch sehr wenig zu tun mit der Realität von heute. Ne? Also dieser Immobilienkonzern war ganz anders als heute das Investieren per se als Privatinvestor. Aber genau. Vor allem die Krawatte, die musste ja auch auf einen Zentimeter genau bis zum Gürtel reichen. Genau, Grüße an meinen Chef damals. Ja. Ich musste die Krawatte immer schön auf die Gürtelschnalle enden lassen, mich glatt rasieren. Sonst habe ich immer einen Kommentar bekommen, dass ich, ob mein Rasierapparat kaputt ist. Genau, und das habe ich heute nicht mehr. Wie man sieht, ich bin nicht glatt rasiert, trage keine Krawatte und da bin ich sehr froh drüber. Sehr gut, also mein Rasierapparat ist auch kaputt und wir sprechen heute nicht über Milliarden, aber wir sprechen über, wie ich finde, und ich finde es echt krass, was wir 4 gemeinsam gemacht haben. Das ist
bin da sehr, sehr dankbar dafür, wirklich. Und genau, die Zahlen, die wir jetzt hier, die wir jetzt auch teilen wollen, ich sage immer das Gleiche, wir wollen nicht mit irgendwelchen großen Zahlen angeben, wir wollen euch aber einfach ein Gefühl geben für jeden, der das jetzt hört oder sieht, was bedeutet auch, was steckt dahinter, wenn man so ein krasses Immobilienziel verfolgt, und deshalb machen wir das. Und genau, jetzt haben wir da, also Rilano ist ein Hotel in München, und da saßen wir beide an der Bar, Bodo, das weiß ich noch, und du hast gesagt, boah, ich habe jetzt mit meinem Kumpel Martin echt was Großes vor, voll durchstarten, ein Immobilienhandelsgeschäft aufbauen, und Stefan und ich waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch einen großen Immobilienbestand aufbauen, aber nicht ein Handelsgeschäft, sondern eben einen Bestand, und eben ja kommend aus unserer Idee, das haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, wir wollen weiter Vollgas und Fulltime Immocation machen, was am Ende ein Education-Startup ist und an sich keine Immobilien kauft, wir wollen aber diesen Bestand aufbauen, und deswegen brauchen wir Co-Investoren, mit denen wir das gemeinsam machen. So, und dann haben wir gesagt, lass trotzdem mal jetzt schauen, vielleicht kriegt man ja die Ziele übereinander, also Immobilienhandel und Bestandsaufbau ist ja erstmal nicht das Gleiche, aber irgendwie alle vier hier so ein bisschen Vollgastypen und Lust, was zu machen. Und dann tatsächlich, nur kurzer Einschub, sorry, es war gar nicht unser Endziel mit dem Handelsgeschäft, sondern das war eher so ein Mittel zum Zweck, um erstmal ein bisschen EK und Liquidität aufzubauen, aber tatsächlich finden wir auch den Bestandsaufbau in so an sich deutlich attraktiver als... Ja. Also, aber das andere ist auch wieder nur ein Hamsterrad mit großen Zahlen, ne? Wenn du eine nach der anderen drehst. Genau, so. Genau. Deswegen genau. Hat eigentlich perfekt gepasst. Und wir waren gerade an dem Zeitpunkt, dass Immocation langsam die Bonität wieder hatte. Wir hatten ja keine eben 2 Jahre lang, wo wir unsere Jobs gekündigt hatten. Immocation hatte angefangen als Firma zu funktionieren. Wir hatten erste Immobilien gekauft, die Banken fanden es cool und haben gesagt, ihr habt jetzt Bonität. Und die wollten wir jetzt einsetzen, um zu wachsen. Und dann, genau, Stefan, magst du mal erzählen, wie es... was im Rilano so los war. Also wir waren ja platt, was da passiert ist. Ja, wurden wir im klassischen Stile weggepitcht, wie ich im Nachhinein immer sage. So. Also wir hatten die Erwartung an ein gemütliches Abendessen zu viert, bei dem wir uns ein bisschen über eure Ideen in Immobilien zu investieren unterhalten. Das Ergebnis war, ihr hattet quasi fertige Marktanalysen und ein komplettes PowerPoint-Pitch-Deck dabei, das dann quasi, ich glaube, am Laptop so umgedreht irgendwie präsentiert wurde. Jetzt Spaß beiseite, ne? ihr habt wirklich sehr, sehr fundiert damals hergeleitet, warum genau wollen wir jetzt diesen Markt angehen, also wo genau wir kaufen, kommen wir gleich drauf, ne? Rund um Berlin, Brandenburg und so weiter, was braucht es genau dafür, was bringt ihr mit, ich glaube, ihr hattet auch wirklich so Kurzprofile und so von euch noch da drin, ne? Und warum macht das jetzt extrem viel Sinn, wenn wir mit irgendwem sowas starten wollen, das mit euch zu machen, wir sind danach raus, und das werde ich nie vergessen, haben wir gesagt, also keine Ahnung, ob die das hinkriegen, aber wenn die das nicht hinkriegen, dann würden wir das auch nicht hinkriegen. Also ist das mit Sicherheit extrem clever, das mit den beiden zu versuchen. So. Cool. Ja. Martin, erzähl mal eure Seite. Also ihr seid zu dem Zeitpunkt für mich schon gefühlt, seid ihr einfach nur wie wild in Brandenburg rumgefahren. Was habt ihr gemacht und wie habt ihr dann uns getroffen? Ja, wir haben angefangen vor dem Treffen mit Marc und Stefan und haben uns als Aufgabe gesetzt, Brandenburg kennenzulernen. Ne, weil wir haben in Berlin gewohnt, wohnen immer noch in Berlin. Brandenburg kennt man als Berliner nur aus Erzählung häufig, wenn man nicht rausfährt. Deswegen wollten wir Brandenburg kennenlernen. Ne, wir wussten, da sind mehrere Städte und wussten noch nicht genau, wo wir investieren möchten. Haben also angefangen, uns rund um Brandenburg zu bewegen, zu vergrößern den Radius, um mal alle Städte kennenzulernen. Haben verschiedene uns Zeitungen angeschaut, ein bisschen recherchiert, wo die Bevölkerungsentwicklung, ne, wie sich verhält, wie sind die Anbindungen an Brandenburg. Haben angefangen mit dem Auto so ein bisschen Tagestouren zu machen. Unsere Frauen haben uns Lunchpacks gepackt, Kaffee in die Kaffeekanne, sind den ganzen Tag nach Brandenburg gefahren, um die Städte abzulaufen, uns mal vor Ort umzuhören, auf der Straße, ne, zu fragen, hey, was denken Sie über den Standort, über die Stadt? Ist ja eher Wegzug, ne, eher Zuzug? Weil wir haben uns nicht verlassen auf die Zahlen, die wir gesehen haben, wollten so einen Eindruck vor Ort finden, haben angefangen dann mit unseren Postkarten. Gelben Kärtchen, ja. Mit unseren gelben Postkarten, da ein bisschen Farming zu betreiben, im klassischen Sinne. Haben also uns Karten gedruckt, wo drauf steht, wir suchen Immobilien, so ungefähr mit unseren Familien, Handynummer drauf, und haben das einfach, sind rumgelaufen, zum Anlass genommen, mit allen Leuten zu sprechen auf der Straße, die überall zu verteilen, zu sagen, hey, wir suchen Immobilien. Ja, und konnten so, glaube ich, ziemlich schnell in Brandenburg sehr gut kennenlernen, weil wir das wirklich sehr intensiv gemacht haben, die ersten Monate. Und dann kam Bodo auf mich zu und hat gesagt, hey, ich kenne hier Marc und Stefan, war ja unser erstes Kennenlernen im Rilano Hotel. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, ne, unser erstes Kennenlernen, ich will euch eben was zeigen. Bodo hat gesagt, ich bin dabei, und dann haben wir dieses Pitch-Deck erstellt, um euch wegzupitchen. Das war so die Herleitung.
Ja, wir fühlten uns weggepitcht dann am Ende, genau. Und zwar 100% positiven Sinne. Okay, und dann ist der Deal, den wir miteinander haben, ich beschreibe es mal, dass wir gesagt haben, also von uns kommt Bonität und Eigenkapital. Wir regeln die Seite mit den Banken, was also teilweise dann aber auch im Doing dann bei euch gelandet ist, weil eben das Doing, also Immobilie finden, Akquise, Immobilie entwickeln, das sollte bei euch sein, was... korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ne? Der langfristige Plan gemeinsam ist logischerweise, dass der Betrieb weitestgehend oder vollständig automatisiert werden soll. Ja? Also wir reden immer gemeinsam von der Kokosnuss. Die Idee ist, dass dieses Portfolio uns allen vier eine Kokosnuss in die Hand drückt. Das heißt, wir liegen auf einer Insel und schlürfen Kokosnuss. Ist quasi das Bild dahinter. Das fühlt sich derzeit so weit entlegen an. Genau. Das ist auch gleich, wir sprechen gleich zum Schluss darüber, wie passiv denn das ganze Einkommen sich aktuell für euch anfühlt. Wie überraschend passiv der Kauf von 14 Mehrfamilienhäusern in 14 Monaten so ist. Genau. Also ich frage mich derzeit überhaupt, wer jemals das Gerücht gestreut hat, dass Immobilien irgendwas mit passivem Einkommen zu tun hat. Ja, also ich glaube, es geht genau um diese Phasen, ja, die wir am Anfang auch gesagt haben. Ne? Das ist jetzt... es kommt immer sehr auf die Immobilie an, natürlich. Auf die Immobilienphase, wenn sie fertig entwickelt ist. Genau, was du kaufst. Also wir haben halt entsprechende Immobilien gekauft, die viel Arbeit bedürfen. Wo aber dann ja auch, kommen wir drauf, riesige Werte entstehen. Ne? Ich glaube, wirklich passiv ist immer die Frage. Also ganz am Ende eine Immobilie, die gut vermietet ist, mit einem vernünftigen Mieter, mit einer funktionierenden Verwaltung und vielleicht sogar, wenn ich es möchte, eine Sondereigentumsverwaltung, ist dann tatsächlich sehr, sehr passiv so. Ne? Und der Weg dahin ist halt, also wir haben es uns halt auch extra schwer gemacht mit den Dingen, die wir da angegangen sind. Genau, kommen wir gleich drauf noch zu sprechen. Ja, also ich kann wirklich sagen, wir haben ja Häuser im Portfolio, wo man sagen kann, die laufen einfach von selbst und wir haben Häuser im Portfolio, die ganz massiv Arbeit bedeuten. Wir haben auch schon Häuser im Portfolio, die im Zielszenario sind und quasi von selbst laufen. Und bei von selbst laufen, das ist relativ. Also ihr bekommt nicht alles mit, was da läuft, aber ja, also größtenteils. Ich glaube, dann ist es unser... Das ist natürlich deutlich weniger arbeitsintensiv, klar. Genau. Also ich glaube, dann ist es unser gemeinsamer Anspruch, dass wir die Strukturen dafür lösen und aufsetzen müssen. Also ihr habt mittlerweile ja auch für euch, weil ihr macht auch andere Projekte, also nicht nur mit uns, mittlerweile vor allem auch. Und wir haben ja auch für uns ein zentrales Asset Management, der Stefan und ich so ein bisschen, mit der Julia. Ihr habt zusätzliche Unterstützung, also unser Plan ist wirklich, das natürlich irgendwie automatisiert irgendwann gemeinsam zu haben. Mhm. Das ist far away davon, so im Gegenteil, jetzt gerade ist quasi richtig der Stress, weil, und ich will kurz die Strategie beschreiben, wir gesagt haben, wir wollen halt wirklich Cashflow aufbauen und dann, vielleicht kannst du das beschreiben, Bodo, einmal dann langt es halt nicht, einfach eine Immobilie zu kaufen und hinzulegen. Ne? Das würde einfach von den Renditen her... Uns ja derzeit in der Marktphase befinden, also wenn dieses Modell so einfach umsetzbar wäre, ja, also, dann würden ja viel mehr Leute das machen und das alleine treibt ja die Preise in die Höhe. Also viele Leute wollten das machen, das treibt die Preise ja gerade in die Höhe. Und viele Leute sind halt, sage ich mal, bereit, sich mit einem kleinen Delta von Mietzins zu Bankzins zufrieden zu geben. Also das ist also wirklich so passiv, wie es sein kann. Das war aber nicht unser Anspruch. Also wir wollten, dass dieses Delta schon etwas höher ist, dass es halt eben nicht nur die Bankrate oder sogar nur den Bankzins abdeckt, wie man es in München oder Berlin derzeit teilweise hat, sondern dass das wirklich alle Kosten abdeckt und noch einen positiven Cashflow abwirft. Und was ist da jetzt unsere Strategie? Also wie haben wir uns entwickelt? Wir haben uns das ja mal gnadenlos ehrlich inklusive Verwaltungs- und Instandhaltungskosten und Rücklagen ja einmal auch mal vor Augen geführt, wie viel das wirklich, also auf was für eine Mietrendite man da wirklich kommen muss. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass wirklich deutlich unter 6,5% darf das nicht sein, wenn man überhaupt einen Überschuss haben will. Also sollte eher in Richtung 7,5% gehen. Und vor allem mit Immobilien, also mit der Strategie ist ja immer das Gleiche, weil entweder man will wenig Zeit einsetzen, bekommt dafür aber auch entsprechend niedrige Renditen. Oder man ist bereit, mehr Zeit einzusetzen, so was wir jetzt eben gemacht haben, das ist unsere Strategie, und bekommt am Ende eine höhere Rendite. Und das war hier genau die Strategie. Ne? Wir haben uns jetzt zusammengefunden, um zu sagen, dass wir die Entwicklungsarbeit machen, zu zweit, der Objekte, die wir kaufen, die 14 Mehrfamilienhäuser, die haben wir natürlich im unterentwickelten Zustand gekauft, aus verschiedenen Gründen, und haben es uns jetzt auf die Fahne geschrieben, die zu entwickeln. Ne? Sowohl baulich als auch mietentechnisch, die zu entwickeln, um dann am Ende im Soll-Final-Szenario, wie wir das so schön nennen, auf eine gute Rendite zu kommen, die eben deutlich über den Kosten liegt. Also ich denke, man kann es darauf zusammenfassen, dass das eine sehr, sehr langfristige Anlagestrategie ist. Das würde ich nicht sagen.
Das finde ich tatsächlich anders, weil wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade für eine Steigerung passiert in den Objekten, wo ihr wirklich entwickelt, dann reden wir über einen Projektzeitraum für ein Mehrfamilienhaus von 3 Jahren, also 4 vielleicht. Was passiert in den ersten 3-4 Jahren? Beim Mehrfamilienhaus hängt natürlich massiv davon ab, ob es Mieterwechsel gibt und so. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird ein Großteil der Entwicklungsarbeit in den ersten 3-4 Jahren gemacht. Was Klar. eine langfristige Strategie ist, sind unsere Immobilien zum Beispiel in Bayern, wo wir hier ja eine Partnerschaft haben, wo wir eine von Immobilien, die zahlen sich von selbst ab, aber da kannst du auch nicht viel mehr tun. Also teilweise tun die das auch erstmal nicht, ja. Aber irgendwann in 30 Jahren gibt es da mal kein Darlehen mehr und dann ist halt geil, dass man die hat, ne? Ja, genau. Oder ja, aber so ein Stück weit geht es auch bei uns nicht. Also klar, wir sind jetzt schon, sage ich mal, auf einem Niveau, wo wir Cashflow-positiv sind, aber wir haben, die Zahlen kommen wir ja gleich noch dazu, ja. Wir sind aber noch weit entfernt von dem Cashflow, der wirklich Spaß macht. Ja, aber ich glaube nicht so langfristig, ne? Also ja, trotzdem ich meine, also ich muss, wenn wir gleich über Zahlen sprechen, ne? Also was wir hier versuchen, ist mehrere Personen im Hier und Jetzt mit ausreichend viel Geld zum Leben über Immobilien zu versorgen, mehr oder weniger, ne? Dafür sind ein paar Jahre intensive Arbeit dann wieder relativ wenig, weil die Alternative wäre, 35 weitere Jahre im Unternehmen zu arbeiten quasi, ne, um dasselbe zu ermöglichen. Also ich finde, man muss immer in Relation zu dem sehen, was es ist. Das meine ich übrigens auch mit langfristig. Also unser Ziel ist es nicht, die irgendwie nach 10 Jahren abzuverkaufen. Unser Ziel ist es auch wirklich, die also zuerst mal zu entwickeln, sagen wir, das ist mittelfristig und dann aber langfristig zu halten. Ich bin nämlich gespannt, wenn wir gleich eigentlich am Schluss, wenn wir dann über die Zahlen sprechen, ne? Ich dachte, Moment mal, der Bodo sagt jetzt gerade langfristig, wann will er denn auf die Ziel-Cashflows kommen? In 15 Jahren erst? Weil das tatsächlich ist ja nicht die Strategie. Ne? Also wir wollen in den nächsten Jahren 80-90% des Cashflow-Weges gehen. Oder siehst du das anders? 80% bin ich bei dir, ja. Okay. Und letzte 20% dauern natürlich. Das, was halt durch Entwicklung möglich ist. Ne? Du kannst es nicht erzwingen. Ja. Du kannst nur einen bestimmten Teil machen und den Rest, der kommt mit der Zeit. Aber 80% würde ich auch sagen. Genau, und das ist ein ganz spannender Vergleich, weil wir ja in NRW haben wir ja mit Basti Immobilien zusammen, die vom Stand weg super Cashflows liefern. Da kannst du auch nicht mehr viel entwickeln. Die tun das aber vor allem, weil du dich auf Standort entsprechend einlässt und auch zum Beispiel sehr viel übers Amt vermietest und so. Mhm. Dann haben wir die Immobilien in Bayern, die extrem werthaltig wahrscheinlich sind, so zumindest die These, die aber gar keinen Cashflow im Hier und Jetzt bringen, sondern sich einfach nur von selbst abzahlen. Ja. Und dann haben wir mit euch eigentlich die Strategie, wo wir sagen, wir bauen den Cashflow durch die Arbeit, die in die Immobilien reingesteckt wird, kurzfristig auf. Also mittelfristig. Sagen wir mittelfristig. Ja, genau. Das fühlt sich nur wahrscheinlich für uns sehr langfristig an. Ja, ja. Aber also, dass dieses Projekt in Summe irgendwie einen 5-Jahres-Zeithorizont hat, das also sagen wir, auf eins können wir uns einigen. Es dauert länger, als wir vor 2 Jahren richtig. Im Relano gedacht richtig, hatten. Richtig. Also einfach nur das Kaufen, also da sind wir jetzt schon sehr weit gekommen. Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, so irgendwie so in Richtung 3 Jahre gedacht, so eine Entwicklungsphase. Also, nee, ja. also ich denke, man kann zusammenfassen, in 5 Jahren ungefähr schaffen wir 80% der möglichen Entwicklung und der Rest muss dann organisch passieren. Ja. Weil die Häuser sind dann quasi auf dem Stand der Technik, wie sie sein müssen. Ne, wir haben alles gemacht, was wir können und der Rest passiert dann. Ja, dann gibt es einfach, also insbesondere gibt es dann einfach Mieter, die noch länger da drin bleiben, ja, genau. Was ein gutes Recht ist. Ne? Total. Und genau, dann nach und nach hast du dann die Marktmiete. Genau. Ich möchte eine Zahl nur eben aufgreifen für jeden, der hier zuhört und das vielleicht noch nicht so von der Relation setzt. Bodo, du hast gesagt, 6,5% braucht es dann eigentlich irgendwie, damit bei einer ehrlichen Betrachtung da dann auch wirklich was überbleibt. Es hängt halt massiv davon ab, was man pro Quadratmeter bezahlt als Kaufpreis, weil je niedriger der Quadratmeter-Kaufpreis ist, zum Beispiel 1.000 Euro oder sowas in manchen Regionen, desto höher fällt Verwaltung, Instandhaltung und alles ins Gewicht. Wenn ich in München Bestand für teilweise mittlerweile 10.000 Euro kaufe, ist da, also mit entsprechend höherem Mietniveau, fällt das quasi gar nicht ins Gewicht. Kann sein, in München bist du bei 4% Cashflow-positiv, während du völlig sauber kalkuliert woanders bei 6,5%. Also da gibt es nicht die eine Antwort, ist total standortabhängig, ist ja immer eine Rendite, eine Rendite-Risiko-Prämie und sowas. Also das nur einmal zum Einordnen. Ich klar, das war jetzt auf unser Portfolio bezogen. Total richtig, nur aber völlig richtig, genau. Weil, das, man kann es nicht pauschalieren. Weil Instandhaltung und Verwaltung völlig und richtig da, ja nicht so sehr abhängen vom Quadratmeter-Einkaufspreis. Ne? Ja. Und vor allem dazu ergänzen, ne, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, wie wichtig die letzten Renditepunkte sind. Ja, klar. Das ist ohne Scheiße, genau. Ja, das letzte halbe Prozent. Von 6,5 auf 7 macht einen Riesenunterschied. Diese 0,5, die sind für den Cashflow extrem wichtig. Ja. Und unser Ziel war ja auch 8. Wir haben auch einiges mit 8. Ne? Viele. Ne? Ja, mit einem Sollfinal von 8. Da haben wir im wirklich Sollfinal angefangen. Wir haben also die 8 habe ich im Kopf. Wir haben dann gesagt, bis 6,5 macht schon noch Spaß. Also dass ein Projekt, das wir machen, das wir kaufen gemeinsam, muss einen klaren Plan haben, wo wir alle 4 sagen, yo, das geht auf 8 war ursprünglich mal und bis 6,5 würden wir es machen. Das Schöne ist ja, zumindest bei den Mieternahmen haben wir ja sehr konservativ immer gerechnet.
Und ne, wir übersteigen häufig das in der Neuvermietung, was wir gerechnet haben. Ja. Weil einfach der Markt auch ne, so gut durchgegangen ist. Und leider übersteigen wir auch das, was wir an CapEx gerechnet haben. Ja, genau. Das sind deswegen habe ich betont. Bei das sind die zwei Entwicklungen. Ne? Also sanieren ist teurer, deutlich teurer geworden. Ist auch einfach so. Ne? Ja, also aber das Rohstoffe ist auch die Marktentwicklung. Ist wirklich die Markt. Gleichzeitig sind aber auch die Mieten, was ja auch irgendwie zusammenhängt, logischerweise klar. Hat besser funktioniert. So, jeder, der jetzt darauf wartet, was kommt denn an Zahlen raus, der muss sich ein bisschen gedulden. Wir gehen jetzt nämlich die Reise einmal gemeinsam durch. Wir fangen mal an kurz mit einem Projekt in, wir haben uns nicht drauf geeinigt, wir haben mal die geheime Stadt, also ihr habt bei einer Stadt, die habt das ihr... Lass das Geheimnis ruhig geheim bleiben. Okay, also. Es bleibt geheim, also die beiden haben eben in mühevoller Kleinarbeit, sind die durch Brandenburg über Monate und haben eine absolute Perle an Investitionsstadt gefunden, die man die geheime Stadt nennt. und deshalb nicht sagen, weil sie euch so viel Arbeit gekostet hat zu finden. Sie ist auch auf keiner Landkarte, da muss man quasi durch den... Nein, Spaß beiseite. Du musst aus Berlin 40 Kilometer Richtung, und dann musst du 30 genau. Kilometer Richtung. Auf die Stadt Autobahn 9¾ rauffahren. Genau. Die Stadt kann nur von denen gefunden werden, die schon mal da waren. Also diese Stadt, dort haben wir ein Traumobjekt. Lasst uns jetzt sprechen über ein erstes Beispiel, über ein erstes echtes Projekt, das super funktioniert direkt vom Start. Wir sprechen gleich auch über Projekte, wo wir uns noch fragen, war das überhaupt gut, das zu kaufen und so. Ganz wichtig nochmal von mir vorweggeschickt, wir teilen hier gerade einfach unseren aktuellen Plan, unsere aktuelle Idee, was das Projekt, also heute, wir sagen euch immer, was es schon ist. Und was denken wir, was passiert noch? Und das ist logischerweise ein Moving Target. Also wenn wir das in einem Jahr wieder machen, das Gespräch, dann kann das pro Projekt anders aussehen. Und ich glaube, das muss auch jeder akzeptieren, der in Immobilien investiert. Da muss man logischerweise auch reagieren, flexibel sein. Und man kann nicht alles vorher wissen. Und logischerweise wissen wir das sowieso auch nicht vorher. Ja? Also das Traumobjekt heißt Nico, ist unser Spitzname für ein schönes Haus, was sehr nah in dieser geheimen Stadt auch noch an der Kirche steht, was wir ganz toll finden, weil je näher an der Kirche, desto zentrumsnäher. Je Dorf, desto Kirche. Je Dorf, desto Kirche. Und näher geht es wirklich kaum. Also dann wäre es schon in der Kirche drin. Ja. Genau. Gute 23.000 Euro Mieteinnahmen, 5.000 Euro nur Bankrate. Das spricht also für eine sehr hohe Rendite logischerweise. Bedeutet, wir haben jetzt aktuell 11.000 Euro Cashflow und glauben irgendwann mal gute 12.000 Euro Cashflow zu haben, weiß ich da noch was. Alles Jahreswerte. Was ich hier jetzt sage, ganz wichtig. Ne? Mhm. Genau. Ja, erzähl mal von Nico, Bodo. Also Nico war wirklich ein Traumobjekt, wie du sagst. Wir haben es für 200.000 eingekauft, also Kaufpreis ohne CapEx. Mehrfamilienhaus. Ne? Mehrfamilienhaus mit 5 Einheiten, wie gesagt, in Top-Mikrolage. Makrolage, es ist halt nah dran bei Berlin. Also man fährt knapp über eine Stunde vom Berliner Zentrum raus. Also auch die Makrolage stimmt aus unserer Sicht. Und ja, es ist ein sehr guter Einkaufspreis gewesen auf den Quadratmeter, deutlich über 1.000, unter 1.000 Euro auf den Quadratmeter, mit ein wenig Renovierungsrückstau, also der Hauptpunkt war, das wussten wir aber natürlich vorher, die Fassade, die bröckelte schon ein wenig. Die jetzt voll geil aussieht. Vor sich hin, die jetzt natürlich traumhaft aussieht, nachdem wir sie mühevoll, liebevoll. Mühe und liebevoll. Und kostenaufwendig. In kleinster Weit, genau, und kostenvoll. saniert haben, weil auch natürlich in Absprache mit dem Denkmalamt. Die war sehr verziert und die war insgesamt auch sehr großflächig. Aber das hat, wie gesagt, das war in dem Kaufpreis natürlich auch schon mit enthalten. Das wussten wir und das hat sich auch gelohnt, das zu machen, weil die sieht jetzt wirklich extrem hochwertig aus, die Fassade. Das ganze Haus erstrahlt in neuem Glanze. Vielleicht das Wort CapEx kurz erklären, weil du hast gesagt, mit Kaufpreis plus CapEx. Ja, genau. Ne, also Sanierungsaufwand. Einige, die wissen, steht für Capital Expenditures, also quasi das, was man noch investieren muss nach Kauf. So kalkulieren wir ja immer. Kaufpreis plus Invest. Genau. Mhm. Also jetzt, ich ergänze einmal noch das rund, weil wir jetzt gerade auch schon über Soll-Final gesprochen haben. Die Frage, die wir uns weniger stellen, ist im Hier und Jetzt, welche Rendite habe ich mit der Ist-Miete zum Kaufpreis? Das ist nicht ganz egal, aber mehr oder weniger. Die Frage, die wir uns immer gestellt haben, ist, wenn wir alles investiert haben, was nötig ist, damit das Haus in einem guten Zustand ist, inklusive Fassade und so weiter, und die Wohnungen in einem Zustand sind, dass man sie zur Marktmiete vermieten kann, was haben wir dann in Summe bezahlt und was ist dann die Marktmiete, die wir bekommen? Und daraus rechnen wir unsere Rendite und die soll halt idealerweise 8% oder im Notfall weniger dann sein. Wir haben noch die Rücklage abgezogen, fairerweise, weil wir immer noch sagen, wir bilden ja aus dem Cashflow, der rauskommt, eigentlich eine Rücklage. Und wenn wir natürlich jetzt in ein Haus investieren und es technisch auf Vordermann bringen, dann darf man es. Das ist ja ein fortwährender Prozess. Man muss ja jedes Gewerk irgendwann wieder anfassen. Ja, genau. Aber irgendwann hast du quasi mit dem Cashflow ja eine Steady-State-Rücklage quasi. Ja, genau, klar. Aber deswegen muss man diese Rücklage ja auch, darf man sich da jetzt auch nicht selbst in die Tasche lügen. Die muss man halt. Die muss man dann bilden. Zahlen wir auch auf ein separates Rücklagenkonto ein, dass wir da auch eben uns nicht selbst belügen, sondern das ist da.
Also das Geld ist immer verfügbar für notwendige Renovierungen. Nee, was Marco meint, ist, dass wir irgendwann dazu übergegangen sind zu sagen, also wenn wir jetzt ein Haus in einem Rutsch komplett auf einen Stand bringen, dass die nächsten 10 Jahre im Prinzip nichts mehr zu tun ist, weil alle Gewerke in Ordnung sind, weil alle Wohnungen gemacht sind, ne? Dann haben wir uns ja irgendwann zugestanden und gesagt, jetzt können wir zumindest mal für die nächsten 10 Jahre können wir einen Teil der Rücklage, die wir sonst für ein normales Haus, genau, in einem normalen Zustand bilden, die können wir zumindest gedanklich von diesem CapEx wieder abziehen. Und wir haben uns so ein bisschen eine Krücke einfach gebaut, um einen fairen Vergleich zu anderen Objekten in anderen Zuständen dann irgendwie zu erzeugen. Ja, so, genau, ne? So. Naja, das macht Sinn. Ja. Was ist das Learning, langer Martin, aus Nico, gut einkaufen macht Spaß, oder logischerweise? Ja, das Haus hat wirklich Spaß gemacht, weil es war ja eins der Häuser, wo wir wirklich selber hardcore die Akquise betrieben haben. Wir haben ja mittlerweile Akquise-Systemstruktur aufgebaut, worüber wir auch später vielleicht noch sprechen. Machen wir noch eine separate separates Video sogar. Genau, aber das war so, wobei das noch von davor war, das Haus. Das genau, wir waren auf der Straße wirklich und haben es zu zweit akquiriert über einen Makler, der da wirklich uns gut zugespielt hat. Learning ist aber, was ich immer auch gerne häufig sage, es gibt auch gute Deals, die nicht runtergehandelt werden müssen. Ja. Die muss man einfach nur finden. Durch Marktdurchdringung, Netzwerken, Makleraufbau. Wobei, den haben wir runtergehandelt sogar. Den haben wir leicht runtergehandelt, aber hätten wir nicht machen müssen. Der wäre auch so gut gewesen. Der wäre auch so gut gewesen. Aber das ist mein Hauptlearning aus dem Objekt gewesen. Es gibt gute Deals im Ist quasi, wo du nicht viel runterhandeln musst, wo du einfach nur schnell sein musst. Ja. Und das haben wir einfach hier genutzt. Ich würde noch ein weiteres Learning betonen aus unseren zwar sehr unterhaltsamen, aber nicht sehr fruchtbaren Fahrten, das muss man ja zugeben. Also wir haben den Markt durchdrungen, wir haben die Märkte kennengelernt, aber ne, Hand aufs Herz, wir haben da wenig Conversion gehabt. Also Off-Market-Akquise, was so immer alle Investoren vor allem zu Beginn als heiligen Gral der Akquise immer sehen, hat bei uns jedenfalls nicht gut performt. Weil auch diesen Deal haben wir über einen Makler bekommen, mit dem wir uns, über den wir auch eine Wohnung in der Stadt X gekauft haben zuerst, mit dem wir uns auf Anhieb sehr gut persönlich verstanden haben, aber auch die Abwicklung dieses ersten Geschäfts, auch wenn es nur eine Wohnung war, aber das hat halt sehr gut funktioniert. Und der hat uns dann diesen Deal auf kurzem Wege per WhatsApp kurz vorgestellt, ohne ihn groß aufbereitet zu haben, ohne ihn auf dem Markt online gestellt zu haben. Also insoweit ist es quasi Off-Market, aber halt eben vom Makler. Und das war eigentlich ein Stück weit das Learning daraus, dass auf diesem Wege die wirklich guten Deals kommen. Klar, also bis heute ist es so, ne? 90, das betone ich auch mal wieder beim Occasion, in den Masterminds und Coachings, 90% der Deals kommen über Makler mittlerweile. Ja. Weil auf On-Market folgt Off-Market. Wir bauen einfach Kontakte zu Maklern auf und hier war das ja genauso. Auf On-Market mit der Wohnung folgt Off-Market dann quasi tatsächlich diese Immobilie. Ja. Ist also auch deutlich effizienter, ne? Also ich meine, überleg mal, wie oft wir in Brandenburg unterwegs waren, so mit Kaltakquise. Ja. Ne? Hat Spaß gemacht, ne? Es hat super Spaß gemacht, aber keine Frage. Man hat die Märkte und die Lagen kennengelernt, aber effizient war ist was anderes. Ja, ich glaube natürlich, es ist auch ein bisschen nötig, so eine Anschubsphase in so ein bisschen. Klar. Aber trotzdem, also ich bin auch einfach ein Riesenfan von einem Maklernetzwerk, was sich auch bei allen, mit denen ich mich unterhalte, sagen eigentlich die meisten, der Großteil kommt dann aus dem, weil das sind halt Multiplikatoren, es ist ja, also wer was Größeres vorhat, kommt nicht umhin. Ich meine, Makler macht es ja hauptberuflich, ja, ne, den Markt zu durchdringen. Ja. Und vor allem immer wieder krass, ne, welche Kontakte die Makler aufgebaut haben, welche Immobilien sie bringen. Ja. Also wie lange man selber als Investor an so einem Off-Market-Lead dran sein müsste. Ja. Ja. Ne, wir haben jetzt gerade auch wieder jemanden, der ist schon echt lange an den Eigentümern dran, bearbeitet sie sukzessive, ne, über 2 Jahre mittlerweile. Ja. So, und ja, das ist halt. Man denkt sich so, naja, wenn ich jetzt einfach durch eine Stadt gehe und ich werfe beim richtigen Verkäufer gerade zufällig mein Briefchen ein, dann verkauft er über mich und sage ich einen Off-Market-Deal. Nee, der Makler ist vielleicht seit 20 Jahren in diesem Örtchen, genau, trinkt jeden Tag Kaffee in dem gleichen Café, kennt die Leute persönlich, sodass die selbstverständlich zu ihm hingehen, wenn die ihre Immobilie verkaufen und nicht auf irgendeine komische Wurfsendung reagieren. Also, genau, das so. Macht einfach einen Unterschied. Wir haben bei diesen Wurfsendungen, wie du es nennst, auch noch eine interessante Feststellung gemacht. Es ist ja nicht so, dass sich da keiner gemeldet hat. Weißt du, was mir gestern passiert ist, Stefan? Nein, Marco. Ein Makler hat zurückgerufen. Also den haben wir lange geprobt, den Witz. Ist aber tatsächlich, dahinter steckt ja etwas, was wir gerade wirklich beobachten. Der Markt, der Immobilienmarkt verändert sich. Es gibt die Möglichkeit, Immobiliendeals wieder zu verhandeln. Ist klar, wo es herkommt. Ja, Zinsen sind gestiegen. Das macht es am erstmal schwerer, Immobiliendeals zu machen. Das muss man jetzt wieder hinkriegen durch eine gute Verhandlung. Und das kann man hinkriegen. Und es gibt Möglichkeiten, gut mit der Bank zu arbeiten. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auch noch an bessere Finanzierungskonditionen zu bekommen, als das, was man so gemeinhin liest. Und vor allem gibt es dann die Möglichkeit, eben wirklich gut vorbereitet in die Verhandlung zu gehen und plötzlich, Makler stellen das gerade ja eben fest, springen viele potenzielle Käufer ab, weil sie nicht vorbereitet sind. Und dann kann man wirklich auch mal Angebotspreise, wie sie auf dem Immobilien-Scout stehen, wieder verhandeln
und endlich die so dringend nötigen Sachwerte aufbauen. Ja. Je mehr Bewegung in einem Markt ist und je mehr Ungewissheit da ist in so einem intransparenten und ineffizienten Markt wie Immobilien, das zeichnet den ja so aus, desto größer ist die Chance, eben echte Schnäppchen zu machen. Es hat nicht jeder das gleiche Netzwerk, das gleiche Wissen, die gleiche Vorbereitung, den gleichen Informationsstand. Ja, und genau das ist jetzt eben eine Situation, in der jeder, der sich ernsthaft reinbewegt, einen riesen Unterschied machen und ganz, ganz tolle Deals machen kann. Plus, du hast es gerade gesagt, wir haben 7% Inflation, 7%. Geld verliert in 10 Jahren die Hälfte an Wert. Es gibt überhaupt keine Alternative dazu, in Sachwerte zu investieren. Und dann sind Immobilien mit laufenden Erträgen, die auch noch inflationsgeschützt sind, mit Sicherheit die beste Wahl. Ja. Also es war nie besser und richtiger, Immobilien zu kaufen. Wir freuen uns wirklich sehr auf die Masterclass 2022, wo wir jetzt die Plätze vergeben, weil wir uns auch überlegt haben, wie wir dieses Wissen, diese Information immer gut aggregieren können. Wir werden mit so Briefings arbeiten, Marktbriefings zum Beispiel machen für die Teilnehmer der Masterclass, damit wir wirklich ganz aktuell die Masterclass-Teilnehmer verstehen, welche Banken wohnen wie, welche Immobilien, wo kann man was verhandeln, was passiert gerade im Markt, weil das ist wirklich das, womit man einen Unterschied jetzt machen kann, dass man die Information vorher hat in diesem intransparenten Markt. Wenn ihr dabei sein wollt, würden wir uns sehr freuen. Einfach den 7.5. merken. Ab dann kann man sich bewerben. Wir informieren per E-Mail, Social Media und so weiter. Ihr werdet es mitkriegen. Wir freuen uns auf euch. Es gab durchaus Leads. Also recht viele sogar. Ja. Die kommen zeitverzögert. Um es mal statistisch aufzuarbeiten, ich glaube, wir haben ungefähr 5.000 bis 6.000 Kärtchen verteilt. Und es kamen ungefähr 10 bis 15 Anrufe. Also die Conversion Rate ist recht überschaubar. Wäre aber okay, wenn daraus ein Deal geworden wäre, ist aber nicht, weil von den Leads, von den Leuten, die sich da gemeldet haben, wussten die Leute erstaunlich gut Bescheid über den Wert ihrer Immobilie. Ja. Also da war wenig wirklich Luft, also teilweise wirklich auch sogar aus unserer Sicht deutlich über dem Marktpreis wurden uns die Sachen angeboten, wo wir uns dann auch im Nachgang dachten, vielleicht hat das ja manchmal wirklich einen Vorteil, wenn ein Makler den Leuten wirklich sagt, was die Immobilie wert ist und die nicht mit. Ich habe dasselbe in Berlin ja auch vor unserer Zeit gemacht, ne, wo ich es auch probiert habe. In Berlin selber, in bestimmten Bezirken, da war genau das gleiche Learning. Da waren zwar mehr Leads, die sich gemeldet haben, aber auch Oma Erna weiß Bescheid, dass der Kaufpreis mittlerweile sehr hoch ist in Berlin, ja, und eben in unseren Städten auch, wo wir kaufen. Und da kannst du dich treffen, zweimal Kaffee trinken, ne, fährst erstmal hin, fährst zurück, musst telefonieren, nur um dann zu erfahren, okay, der Preis ist fest, ich will nicht runtergehen, lohnt sich für uns nicht. Ja. Deswegen ist das am Ende nicht effizient für uns gewesen. Also genau. Ich auf die Gefahr hin, ich muss euch ein bisschen voranbringen, weil ja, wir klar. Laufen massiv aus der Zeit, plus wir nehmen das Akquise-Video auf, wo wir das ja nochmal in Ruhe alles erzählen wollen. Lasst uns mal in der gleichen nach wie vor geheimen Stadt bleiben. Wir haben noch ein Objekt, da sieht das deutlich schlechter aus mit den Zahlen. Wir wollen das Dachgeschoss dort ausbauen. Wir haben uns ein paar Mal schon gefragt, war das jetzt überhaupt rückwirkend ein guter Kauf? Wir haben dort 18.000 Euro Mieteinnahmen, wir haben 14.000 Euro Bankrate. Jetzt muss man dazu sagen, in dieser Bankrate ist schon enthalten, dass wir bereits noch Geld uns leihen für einen Dachgeschossausbau und einen Ausbau einer Remise. Genau. Und haben deshalb im Moment, also jetzt fragt euch, wieso geht jetzt quasi, wenn ich jetzt miete und davon ziehe ich Bank ab, wer sich das jetzt fragt, da würden ja jetzt hier 4.000 Euro übrig bleiben. So rechnen wir den Cashflow nicht, weil da ist ja Verwaltung, Rücklagen, da geht noch eine ganze Menge weg. Haben wir einen sensationellen Cashflow im Jahr von minus 2.000 Euro, weil eben dieses Objekt ja noch nicht entwickelt ist. Und wir glauben, dass wir dann irgendwann über 10.000 Euro positiven Cashflow im Jahr haben, wenn wir das Dachgeschoss wirklich ausbauen. Erzähl mal kurz, Bodo, wir haben in den letzten 12 Monaten, also man hat ja grundsätzlich da jetzt keine Hektik, außer dass man leicht negativen Cashflow hat, ne, aufs Gesamtportfolio gesehen ist das verschmerzbar in dem Fall jetzt, haben wir, glaube ich, 5-mal schon gesagt, ja, wir machen es, und 5-mal, nee, wir bauen es doch nicht aus. Ja, das ist was ist da los? Das sieht bei uns wie so eine Sinuskurve aus, ne? Einmal ja, mal nein und so. Es ist so ein fortwährender Entscheidungsprozess, warum wir zuerst dachten, dass wir es ausbauen ist. Wenn man da reingeht, Marco, du warst ja da einmal, das sieht schon beeindruckend aus. Ne? Das ist vom Volumen her ist das einfach ein gigantischer Dachraum, der gefühlt, so, ich glaube, den Eindruck hatten wir alle, die wir da waren, darauf wartet, in Wohnraum, in hochwertigen Wohnraum ausgebaut zu werden. Auch die Mikrolage da ist top, also es ist in der Haupteinkaufsstraße in der Stadt X. Also, 4 Parteien, gell, hat es ohne quasi das. Das hat im Ist 4 Parteien, genau. Wir haben geplant, also lose angedacht, da jetzt 2 weitere Parteien im Dachgeschoss draufzusetzen, und da gibt es noch so eine Remise im Hinterhof,
Wie hast du das genannt? Verhau. Ein Verhau, wie es in Süddeutschland bezeichnet, genau. Also im Prinzip drei neue Einheiten, die wir da noch bilden könnten. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die da gerne einziehen würden. Wir rechnen konservativ, haben wir gerechnet, 57. Wir sehen da im Moment eher mindestens 58, wenn nicht sogar deutlich mehr. Da sehen wir eine Neuvermietung beim anderen Objekt auch. Ja, ganz grob so ein Dachgeschossausbau. Also wenn das uns in Summe 150.000 kostet, wäre... Naja, das war unsere völlig naive Annahme zu Beginn. Genau, also. Dann haben wir das geschätzt. Dann ging das mal rauf auf über 300. So. Nach Schätzung des Architekten, der die Planung da gemacht hat. Das ist ja Teil der Aufgabe eines Architekten, da auch eine konservative Kostenschätzung zu planen. Also es waren sogar brutto mehr als 300.000. Ja. Es ging sogar eher in Richtung 400.000 tatsächlich. Komplexität hat deutlich zugenommen, die wir ein bisschen falsch eingeschätzt hatten, ne? Wie man das Dach dann wirklich ausbauen muss. Teilweise dann aber haben wir jetzt in der letzten Besichtigung wieder gemerkt, dass wir teilweise wieder mehr Komplexitäten gesehen haben, als da vielleicht im Ergebnis doch drin sind. Ne? Wenn man da genauer, wir sind da mal wirklich erst bei der letzten Besichtigung mal in alle Etagen runtergegangen. Also ein Thema war Schaffung eines Treppenhauses. Das haben wir uns jetzt bei der vorletzten Besichtigung deutlich komplexer vorgestellt als bei der letzten. Sodass wir jetzt doch wieder, wir haben es ja gerade kurz andiskutiert, zu viert wieder die leichte Tendenz haben pro Ausbau. Also das Meeting dazu machen wir nach diesem Gespräch. Genau. Dann werden wir eine Entscheidung treffen. Wahrscheinlich mal wieder eine, aber im genau, nächsten Video gibt es ein Update. Fragt man drei Experten, kriegt man vier Meinungen, sagt Stefan gern. Ne? So war das da auch ein bisschen. Jetzt vielleicht können wir kurz einfach nur sagen, wann würden wir es machen, wann würden wir es nicht machen. Also wir wollen halt irgendwie, das Dachgeschoss an sich muss 6,5% Mietrendite haben. Kann man so einfach zusammenfassen? So würde ich zusammenfassen, wobei wir uns noch entscheiden müssen, welche Anpassungsfaktoren wir da in die Berechnung einfließen lassen. Also Thema Sunkkosten. Ne? Wir haben jetzt schon Planungsaufwand in das Haus reingesteckt. Wir hätten, wenn wir diesen Teil, diese Darlehenstranche nicht abrufen von der Bank, das war ja eine Gesamtfinanzierung für den Bestand und den Dachausbau, haben wir eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen in Höhe von etwa 15.000 Euro. Also fairerweise sollten wir diese Kosten in die Berechnung mit einbeziehen. Es gibt immer Soft-Facts, ne, in solchen Entscheidungen, immer wieder bei Objekten, das finde ich auch spannend. Ja. Weil zum Beispiel ne, Learning ist auch ein wichtiges Thema, immer was lernst du dazu bei solchen Projekten? Die Referenzerfahrung. Also sehen wir das auch, ne? Dass wir als Startup quasi auch ein bisschen natürlich, so, also in der Dimension bestanden, das haben wir alle vier nicht gemacht, das machen wir und da wollen wir auch lernen. Ja, und einfach mal, um so die Zahlen tatsächlich zu erhärten. Ne? Also wir haben ja wirklich eine völlig unbrauchbare Kostenrange von 150 eigene Schätzung nach Erstbesichtigung bis hin zu knapp 400.000 extrem konservative Architektenschätzung. So und also höchstwahrscheinlich werden sich die Kosten ja darin bewegen, aber ich finde es unglaublich wertvoll, mal zu wissen, wo wir tatsächlich mit dem Handwerkernetzwerk, das wir zur Verfügung haben, wo wir da landen im Ergebnis. Plus also Wertsteigerung. Und ist wieder, also wir haben zig Investoren im Netzwerk, die unglaublich viele Dachgeschosse schon ausgebaut haben und Dachböden. Mhm. Aber es gibt nicht, also es ist Bullshit, es gibt nicht die eine Zahl. Es gibt jetzt wieder 20 Leute, die das hören und sagen, also ich kriege das safe für 1.000 Euro auf Quadratmeter hin. Es gibt welche, die sagen, das kostet im Prinzip so viel wie Neubau. Klar. Wenn du ernsthaft reingehst, also dieses Dachgeschoss hat eine Grundfläche von ich glaube, 200 Quadratmetern oder sowas. Ne? Oder ja, mit der Remise zusammen. Mit der Remise. Also, wirklich, also wir reden über wirklich was Großes, dann stehst du vor logischerweise im Detail Brandschutz, Grundrissfragen, dann wo willst du noch irgendwelche Gauben machen und so weiter. Ja. Also wenn du das mal ernsthaft durchdenkst, ist das völlig logisch, dass du eine Verdopplung der Kosten oder eine Halbierung durch eine Reihe von Entscheidungen haben kannst, die du unmöglich alle in einem Kaufprozess unterbringen kannst auf der Zeitachse, wo du 2 Tage Zeit hast, so einen Deal zu machen oder der ist weg. Und dann musst du die Frage stellen, ist das immer noch okay, wenn wir das am Ende nicht machen? Also würden wir den Deal auch da machen? Dann sagst du, ja, wahrscheinlich ist es auch dann nicht scheiße, also kann man das Ding mal kaufen und jetzt danach muss man dann halt einfach nach und nach das erhärten. Also selbst wenn wir das jetzt nicht tun, haben wir in ein paar Jahren immer noch ein nicht ausgebautes Dachgeschoss. Wenn sich die Mieten da weiterentwickeln, ist das einfach immer noch eine Reserve, die wir haben. Und das Gute ist, die Remise bauen wir in jedem Fall aus, weil da haben wir jetzt keine unüberwindbaren Hürden. Das ist simpler, da kommen wir auf unsere solide Rendite. Da wissen wir safe, dass wir die Wohnung für mindestens 8,50 Euro vermieten, weil die ja dann auch bodentiefe Fenster mit einer großen Terrasse zum extrem großen Garten hinkriegen. Also aber es wird eine extrem hochwertige Wohnung. Sehr wichtiges Learning auch für alle, die zuschauen. Ne? Weil selbst wenn du einen Architekten mitnimmst zur Besichtigung und der dir irgendwie eine Kostenschätzung gibt, das muss am Ende nicht stimmen, weil du hast, wie du sagst, ne, 3 Architekten, 4 verschiedene Kostenschätzungen und jedes Dachgeschoss ist anders, Brandschutz und so weiter und das kannst du am Anfang nicht mit einkalkulieren. Das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil Architekt haftet ja ein Stück weit auch im Rahmen seiner Planungsleistung, der haftet ja dafür, dass die Kostenschätzung hält und ein Architekt, der wird mit Sicherheit lieber eine zu hohe Zahl anspielen als eine zu niedrige. Genau so. Ja. Okay, also würdet ihr dieses Projekt Stand heute wieder kaufen?
Foto, ja, nein? Lass mal 6 Monate abwarten, dann beantworte ich dir die Frage, wenn wir uns entschieden haben, ob wir den Ausbau machen. Ich würde sagen, tatsächlich, also je nachdem, wie ich es betrachte, rein wirtschaftlich nein, tatsächlich, weil ich es zu klein finde, ja, für zu viel Arbeit. Ja. Weil ich lieber größere Häuser kaufe mittlerweile mit mehr Einheiten und ne, wo man ein Dach hat und dann 10 Wohnungen lieber und nicht nur so wenige. Rein vom Fun-Faktor und vom Learning her, für die Zeit, wo wir es gekauft haben, auf jeden Fall. Weil es hat in der Krise Spaß gemacht, in der Entwicklung bisher. Es macht einfach Spaß, das zu tun. Deswegen schlagen da 2 Herzen in meiner Brust. In der Summe würde ich sagen, ja, deswegen. Du, Stefan? Ja. Also ich glaube, dass das unterm Strich, wenn wir in ein paar Jahren draufschauen, dass das sensationell war, für dieses Geld, dieses Haus in der Lage an dem Ort zu kaufen. Und das ist ja ein Bonbon, das wir immer noch heben können. Ne? Also, klar. Entschuldigung. Ich wollte, also wenn sich das gerade einfach von selbst abbezahlt, was ungefähr hinkommt jetzt mit der Remise, dann spätestens haben wir auf jeden Fall einen guten, positiven Cashflow. Das ist ein reines alles, was du hast, hast du. Es ist ein reines zeitliches und finanzielles Opportunitätsthema, glaube ich. Weil was hätte man mit der Zeit und mit dem Geld, jetzt in so einer krassen Phase, in der wir so viel machen, hätte man lieber ein anderes Projekt gemacht, so wahrscheinlich, ne? Und also möglicherweise. Also zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, ja. Zum damaligen Zeitpunkt fand ich super. Ja. Hat genau reingepasst in unsere Reise. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es eine Fehlinvestition war. Ja, auf keinen Fall. Nee. Außerdem habe ich ja auch schon mit meinem Camper dort im Garten. Richtig. Alleine deshalb war es das wert. Jetzt lasst uns reden über, das ist ja nicht geheim, die Stadt, klassischer Speckgürtel Berlin, Bernau, eine wirklich krasse Stadt, also ich war auch da schon mit dem Camper, auch da übernachtet und also da sieht man quasi, wie Berlin reindrückt in diese Stadt, die ist einfach noch ein bisschen näher an Berlin dran. Da haben wir jetzt auch eben ein kleines Beispiel dabei, ich lese euch mal vor, das ist eine Wohnung, die hast du gerade rausgesucht, wir haben 4 oder 5 dort, ne, zusammen, 4, genau. Also wirklich jetzt Einzelwohnungen, ein bisschen was Kleineres zu machen, mal kurz zwischendrin, 6.000 Euro Miete im Jahr, gute 6.000 Euro, 1.500 Euro Bankrate macht, wenn man seriös und so weiter Rücklagen bildet, 3.500 Euro Cashflow im Jahr durch diese eine Wohnung, von der wir eben, wie gesagt, mehrere haben. Der ist einfach brutal, wie die Mietentwicklung jede unsere Erwartung übertroffen hat in der Neuvermietung jetzt eigentlich, ne? Klar, also das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass die Wohnungen einfach nicht so groß sind. Ne? Die haben alle knapp 40 Quadratmeter, deswegen vermieten die sich besonders günstig auf den Quadratmeter bezogen. Wir haben sie davor noch sehr schön saniert. Die sehen wirklich sehr angenehm aus. Die haben bodentiefe Fenster, ist eine Neubausiedlung. Man lebt ruhig dort, sehr beschaulich, trotzdem nicht so weit weg vom Bernauer Bahnhof, der direkt natürlich an Berlin angebunden ist. Also Wie ist das damit? Also du bist ja übrigens für diejenigen, denen das nicht klar ist, du bist der Anwalt im Immocation Coaching Team, der das ganze Vorlagenpaket gemacht hat. Du bist eben ja Anwalt. Unter anderem auch das, genau. Genau, für Mietrecht und so weiter. Deshalb kannst du das natürlich sehr gut beantworten. Wie ist denn das da mit Mietpreisbremse? Also ich glaube, es gibt wenige Anwälte, die sich so hart mit den Tiefen des Immobilieninvestoren-Daseins auskennen in Deutschland. Ja. Genau, wie ist das da mit Mietpreisbremse? Also die gilt zum Glück derzeit nicht mehr für Bernau. Also Stand, ich glaube, das habe ich vor einem halben Jahr geprüft. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also schon mal Disclaimer bitte. Ja. Falls es jetzt, die galt aber tatsächlich mal, aber ne, also jetzt, Stand jetzt. Muss man sich also immer anschauen, ne? Wenn man eine Neuvermietung das eben sollte hochgehen man natürlich will, muss immer man prüfen. Wirklich reingucken. Das ne? sollte man das immer ja prüfen, im Ankauf immer natürlich checken, was da überhaupt auch rechtlich zulässig ist, weil das ist halt schon ein Risiko. Alle Wohnungen über einen Makler, richtig? Dort für uns in Bernau. Die sind alle über einen Makler, genau. Ja. Ja. Relation wo wir auch wieder beim Thema sind. Ne? Ja. So. Ja. Marktdurchdringung durch Beziehungsmanagement mit Maklern. Ja, und das war auch ein schönes Beispiel für Wohnungen, die sehr hässlich aussahen im Einkauf. Mit aber recht wenigen Mitteln aufgewertet werden konnten. Für eine sehr, sehr gute Vermietung. Ja. Weil die sahen wirklich total ungepflegt aus. Ne? Da musste man aber nicht so viel machen wie bei anderen Wohnungen, die besser aussahen am Anfang, weil die Substanz solide ist. Und da haben wir eine echt gute Vermietung hinbekommen, eben wegen der guten Mikrolage. Ich weiß also, nicht. Der erste Eindruck war äußerst schlecht. Dann der Sanierungsaufwand dann tatsächlich aber gar nicht so viel mehr als bei normalen Wohnungen. Das war schon 90er Jahre Bäder, ne? Da musst du einfach nur neue Sachen irgendwie, Armaturen und so weiter, aber musst jetzt nicht neu fließen.
Gründlich reinigen mit Einbauküche drin. Die Grundsubstanz, die stimmt einfach. Ja, wir können lange drüber reden, aber... Ja, ja. Ich weiß noch, wie der Marcin, einer unserer Handwerker, den ich ja sehr gut kenne, auch quasi privat, der hat irgendwie darüber geflucht, so, oh, jetzt muss ich irgendwelche komischen Balkonpflanzen, Kästen, noch was machen, was wollen die denn da jetzt machen? Ich bin selber dann vorbeigelaufen, hab das gesagt, ja, aber das macht den kleinen Unterschied, dadurch wird dieser Balkon wird so ein bisschen... ein wenig angenehmer, weil der ist jetzt nicht sonderlich groß, der Balkon, genau, aber er ist da. Das ist ein Learning, finde ich, auch aus der Vermietung, dass man ab und zu mal so 10% mehr geben muss als der Markt, ja, um deutlich mehr Miete zu bekommen, ja, als der Markt hergibt. Dass man einfach, dass es sich lohnt, irgendwie mal Gedanken zu machen. Ne? 10% mehr und dann bekommst du 30% manchmal mehr, als der Markt eigentlich hergibt. Mhm. Ja. Weil jemand sagt, hey, die haben sich Gedanken gemacht, die haben mir eine schöne Wohnung geschaffen, hier will ich wohnen. Ja. So, jetzt kommen wir zum wirklich großen Projekt, beziehungsweise einem großen Deal, der aus 3 Häusern besteht, in der Stadt Eberswalde, die dort in der Lage, wie können wir sagen, die Lage ist gut, aber nicht sehr gut? Eberswalde? Ja, doch, oder sehr gut. Okay. Du meinst die Stadt? Ich meine die Lage, die wir in Eberswalde die haben. Die Mikrolage. Ja. Die ist sehr gut. Sehr gut, okay. Sehr gut. Und die Stadt selber ist auch wieder, ist ja die Strategie eben logischerweise in Brandenburg. Wie lange fährt man nach Berlin? Eine Stunde oder so? Je nachdem von wo. Also vom Zentrum so 1 Stunde und 15 Minuten. Ja. Aus Hermsdorf wahrscheinlich. Also wer da mal hingeht, das... Von Pankow unter einer Stunde. Genau. Okay. Also das floriert, das merkt man, wenn man dort hingeht. Gute Anbindung in Öffis, ne? Da gibt es auch eine Hochschule. Ja, also mit der, genau, also es war mit dem Auto. Also mit der Bahn deutlich weniger als eine Stunde. Also bis Gesundbrunnen ist man in einer halben Stunde. Ja, krass. Ohne umsteigen. Ja. Also das ist, ne, Speckgürtel Berlin. Ja. Oder? Das war auch meine Strategie übrigens. Also äußerer Speckgürtel, aber sehr gut angebotener Speckgürtel, so würde ich es bezeichnen. Ja, wir haben immer Google Maps angeguckt. Mit natürlich eigener städtischer Struktur. Also Eberswalde hat über 30.000 Einwohner, deutlich. Und das ist schon... Das ist auch für sich schon eine Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass die nur von Berlin lebt. Also. Ja, also was soll ich sagen, wir haben immer Google Maps ja auch zu viert teilweise aufgemacht. Das ist wirklich interessant, sich diese Bahnverbindung anzubringen. Genau. Du musst 5-mal umsteigen, weil du eigentlich noch den Bus nehmen musst, der dich rausbringt in ein Dorf. Ist was anderes, ne? Total. Wie wenn du einfach direkt S-Bahn. Kurzes Beispiel, nur es gibt ja Fair Berlin und Neuruppin bei Berlin, ne? Wer es kennt oder nachgucken möchte. Fair Berlin ist eigentlich näher dran an Berlin, aber wird von Banken schlechter eingeschätzt. Häufig, weil die Anbindung einfach nicht gegeben ist. Ja, Neuruppin zum Beispiel kommst du mit den Öffis besser raus, ist weiter weg mit dem Auto, aber wird deutlich besser eingeschätzt von Banken. Mhm. Weil einfach die Anbindung sehr wichtig ist bei der Einwertung. Ja, was ja total Sinn macht. Also eine Großstadt, zu der ich nicht hinkomme, die hat für mich keinerlei Relevanz. Richtig, ne? Total, klar. Genau. Also wir reden über 3 Häuser, 26 Wohnungen, die verteilt auf 3 Häuser sind, wirklich schöne Häuser, die nur in keinem schönen Zustand sind und teilweise auch von den Mietern nicht pfleglich behandelt werden, also verschmutzte, wirklich verschmierte Treppenhäuser und so weiter. Mhm. Ratten hatten wir. Ne? Mhm. Krass, ja, als ich dort war. Also ich habe keine gesehen, aber mir wurde davon erzählt. Naja. Ich finde das ein ganz klassisches Projekt eigentlich für uns, für unser gemeinsames Vorhaben, weil das ist so richtig, an die Häuser musst du ran, da musst du viel tun, aber dann hast du richtige Schätze im Portfolio, so wenn die mal richtig laufen. Martin, kannst du erzählen, wie kamen die zu uns? Zu uns? Über Makler vielleicht? Über Makler natürlich, ja. Aber das war schon, das war die Frucht unseres Akquisesystems quasi. Wir haben es ja gemeinsam aufgebaut, ne, unser Akquisesystem. Und das ist Daniel, unser Akquisiteur, der immer noch mit uns zusammenarbeitet bis heute, hat diesen Makler kennengelernt, schätzen gelernt, an uns auch mittlerweile gebunden. Wir haben immer noch guten Kontakt. Und über den kamen diese Häuser zu uns tatsächlich. Ja. Daniel auch unter anderem, viele andere haben viele Häuser besichtigt. Ich will auch sagen, dass man echt den Trichter sehr gut füllen muss, um solche Häuser zu kaufen. Weil viele denken ja immer, das sieht immer so aus, wenn man in so einem Video darüber redet. Aber es waren echt zig Besichtigungen, die da gelaufen sind, bevor man so ein Haus oder so ein Paket findet. Mhm. Aber klassischerweise kam es genau über Makler. War sogar online. Ne? Die Häuser waren, meine ich, sogar online. Einfach schnell gewesen. Mhm. Ganz kurz. Schnell gewesen. Wir waren sehr schnell im Besichtigen, haben den Sack zugemacht, mit euch uns zusammengesetzt, ne? Uns entschieden dafür. Und da war auch Schnelligkeit ein großes Thema. Kaufpreis? Kaufpreis weiß ich nicht auswendig. 2,15 Millionen. Also wir haben 2,15 Millionen. Wir haben 105, nicht mehr genau im Kopf, die Größenordnung schon. Ja, 135.000 Euro jährliche Mieteinnahmen. Wir haben 57.000 Euro Rate an die Bank. Mhm. Macht einen Cashflow von 31.000 Euro. Ja, das ist nicht die Differenz. Nochmal, dazwischen sind Verwaltung und so weiter. Wir hätten aber gerne den Cashflow von 90.000 Euro. Alles jährlich, ne? Und Bodo, was ist der Plan? Wie sieht so eine Entwicklung aus von so einem Haus? Das ist ja eigentlich wirklich eine spannende Frage, die auch unsere Strategie ganz gut erklärt. Ja, also bei den Häusern tatsächlich sehr vielseitig, sehr vielschichtig, weil das ist so,
Ja, ich würde sagen, klassisches Investorenobjekt, wo man, also eine Abgrenzung zu einem reinen Kapitalanlageobjekt, wo man sich ins gemachte Nest setzt. Hier ist es alles andere als gemacht. Also die Häuser wurden halt vom Voreigentümer nicht sonderlich pfleglich behandelt. Da wurde das Allernotwendigste gemacht. Also dementsprechend die Mieten auch nicht entwickelt. Die waren auf einem, oder sind teilweise eher noch bei den Wohnungen, die wir noch haben dort, also die noch im Ist vermietet sind, deutlich unter dem Markt. Und ja, es ist einfach wirklich, man muss in die Wohnungen rein, man muss viel am Gemeinschaftseigentum, an den Gemeinschaftsanlagen machen. Die Treppenhäuser sahen, als wir sie gekauft haben, teilweise haben wir da jetzt angefangen schon was zu machen, aber es sahen wirklich nicht schön aus, waren beschmiert. Farbabplatzungen, die Eingangsbereiche sahen sehr unschön aus. Der Hofbereich ist in allen Häusern sehr unordentlich, was zum Teil auch natürlich an der Mieterschaft dort liegt. Also das ist, sind halt Mieter, die jetzt teilweise leider keinen sehr hohen Anspruch an Ordnung und Sauberkeit haben. Und ja, das macht sich dann halt an den Häusern bemerkbar. Und da arbeiten wir uns aber nach und nach jetzt vor, um da etwas mehr Ordnung und Struktur reinzubringen. Wir haben einige Entwicklungsmaßnahmen vor uns. Wir wollen unter anderem die Hofanlagen schöner anlegen, begrünen, eingezäunte, sichtgeschützte Müllhäuschen, Fahrradstellplätze, dass die nicht einfach wild dort an die Hauswände gestellt werden. Balkonanlagen, das sind die großen Projekte, genau. Da hast du den Durchbruch gerade erreicht, ne? Da braucht man nämlich den Nachbar dazu, das hat es geklappt. Genau, genau, also sind wir gerade auf den letzten Metern, genau, das war, ja, da musste viel neu strukturiert werden im Grundstücksbestand rechtlicher Natur. Ich denke, das wird dieses Jahr passieren, dass wir die Balkone da anbauen werden. Und ja, Treppenhaussanierungen, das ist auch ein anderes Thema. Ja, und das meiste, aber die meiste Musik spielt tatsächlich in den Wohnungen selbst, weil jede Wohnung an sich ist nach jedem Auszug, von denen hatten wir jetzt schon einige, komplett zu sanieren, klar. Das ist ja, also wenn das, keine Ahnung, sind die vermietet für 5 Euro oder so auf dem Quadratmeter. Also im Ist, als wir sie gekauft haben, waren sie bei 4,90 im Durchschnitt, ja. Genau. Und gehen tun da wahrscheinlich 9 mittlerweile. Ja, wir haben kalkuliert, glaube ich, im Ankauf mit 8, tatsächlich, ja. 8,50. Wir waren, glaube ich, bei 8,20 im Einkauf, haben wir kalkuliert. Und sie sind jetzt bei der Neuvermietung bei 9,50. Ja, also bei den etwas kleineren Wohnungen, genau. Die Wohnungsgrößen variieren, bei den größeren Wohnungen tendenziell 8,50. 8,50 bis ja. 9 mittlerweile, ja. Und jetzt ist quasi der generell, der Wesenskern ja der Strategie, du kannst jetzt so ein Haus in diesem schlechten Zustand, das kriegst du nicht für 9,50 vermietet, sondern du brauchst dann eine frisch sanierte Wohnung. Im Idealfall hast du auch schon Gemeinschaftsflächen und hast wirklich also ein ordentliches Haus, was du den potenziellen Mietern präsentieren kannst. Also, ne? Also witzig, dass du sagst, wir haben genau diesen Test gerade gemacht. Wir haben eine Wohnung mal mit den im Ist-Zustand fotografiert und inseriert für den gleichen Quadratmeterpreis. Und da gab es nicht mal einen Aufruf. Ehrlich? Nicht mal einen Aufruf. Ich dachte, das du sagst, da gab es einen gleichen Aufruf. Ich sage, alles klar, wir brauchen nie wieder sanieren. Nee, genau, das wollten wir damit mal abtesten. Ja, ob wir hier nicht wirklich, also nicht nur, also wir wollen ja tatsächlich auch unsere Wohnungen pflegen. Das ist ja nicht nur so. Ja, aber es hat wieder gezeigt einfach, ne? Wie viel man, glaube, aber gezeigt, weil diesen Standard, wichtig ist, ja, ja. Den guten BMS-Standard, wie wir ihn ja nennen, den wir da herstellen, den macht kaum jemand anders in der Lage, in der Umgebung. Ja. Und wenn wir das machen, dann erzielen wir einfach deutlich höhere Mieten. Und das macht so einen Unterschied. Weil es schon krass war, dass es nicht mal einen Aufruf gab. Ne? Also, wollen wir uns verarschen? Aber das muss man schon, also tatsächlich, ihr geht ja hin und also da wird nicht irgendwie mal, also keine Ahnung, irgendwo noch ein Laminat drüber gelegt oder so, sondern die Wohnungen sehen einfach wirklich, wirklich gut aus. Ne? Also da würde ich sofort selber einziehen in eine Wohnung, die so gemacht ist. Das ist klar. Ihr habt euch richtig Gedanken, also welcher Boden liegt da? Es gibt einen Standardboden, den ihr verwendet. Es gibt Standardfliesen im Badezimmer. Es gibt Standard, mehrere Handwerkertrupps, ja. Angestellte Handwerker mittlerweile. Also. Und das heißt quasi bei so einem Haus, ne, weil wir vorhin auch über Passivität und Entwicklungsarbeit und so gesprochen haben, wenn das 20 Wohnungen sind, heißt das, 20 Mal wird eine komplette Wohnung von Anfang bis Ende durchsaniert. Ne, wo du dann natürlich das auch, jetzt kannst du quasi so eine Art Generalunternehmer dir holen und dann wird das unendlich teuer. Das passt überhaupt nicht rein, sondern eher wirklich also Endstufe optimiert, was muss wirklich sein, wo geht unnötig vielleicht Geld drauf, was hinterher keine Wertschätzung gibt, ja, aber was ist einfach im Detail wichtig, dass man eine richtige Qualität hat, dass das eine Haltbarkeit hat, dass das vernünftig wird und so weiter. Und also ich ziehe da jeden Hut davor, was ihr da macht.
um dann hinterher aber wirklich Mieter zu finden, die eben eine sehr attraktive Miete zu bezahlen und eine Wertsteigerung in so einem Haus ja zu erzeugen, das darf man nicht vergessen, die weit über das hinausgeht, was da finanziell an Investment reinfließt. Ne? Genau, das wollte ich gerade auch noch sagen. Das Geld ist ja nicht weg, ne? Das ist ja einfach in anderer Form da. Aber es ist ja, man schafft ja trotzdem Werte durch diese Wohnungssanierungen, die da noch bleiben erstmal. Verschiedene Ansätze auch, ne? Manche sagen, die stecken wenig Geld rein und machen dann die günstigere Marktmiete. Aber wir finden einfach, dass es sich sehr lohnt, das Geld reinzustecken. Weil wir ja immer, ne, sagen, wir wollen das ja halten, langfristig die Häuser, unsere Kinder vererben. Wir haben gerade gestern in der Masterclass ein internes Webinar gemacht und haben viele Umfragen gemacht. Was ist eigentlich los am Markt? Nehmt ihr etwas von den Banken wahr? Mit Sicherheit natürlich gestiegene Zinsen. Welche Banken funktionieren jetzt? Wo gibt es welche Eigenkapitalanforderungen? Wir haben Fragen gestellt, wie lassen sich Immobilienpreise jetzt verhandeln? Sind eigentlich Angebotspreise runtergegangen? Oder kann man zumindest Immobilien jetzt wieder verhandeln, was ja die letzten Jahre gar nicht möglich war? Das haben wir besprochen mit den Leuten aus der Masterclass, der Community, mit 23 Coaches. Ich habe das in den vergangenen Tagen besprochen mit Immobilienverbänden, mit Wissenschaftlern, um wirklich rauszufinden, was da gerade los ist. Und das wollen wir gerne mit euch auch teilen. Ja, und deshalb wird es ein einziges öffentliches Live-Webinar geben, zu dem wir dich gerne einladen möchten. Das wird stattfinden am Donnerstag, dem 5. Mai um 19 Uhr. Wir beide werden dabei sein, werden die Erkenntnisse teilen, die Marco gerade schon skizziert hat, werden dann auch Frage und Antwort machen und hoffen, dass wir so eben eine ganze Menge Wissen darüber vermitteln können, wie Immobilien in 2022 eben noch immer funktionieren. Wie man zu den Gewinnern gehört und den Dingen wie Inflation und all diesen Dingen ein Stück weit auch entrinnen kann. Wenn das für dich interessant ist, dann kannst du dich anmelden. Das Webinar ist kostenlos. Anmelden kannst du dich unter immocation.de/2022. Und wie gesagt, ist einmalig live. Also wenn interessant, dann schau, dass du dabei bist. Vor allem, weil die Marktnachfrage ja da ist. Also viele hochwertig sanierte Wohnungen an. Also wir sind nicht mal bei der Marktspitze in der Vermietung. Also es gibt teilweise Wohnungen, die werden über 10 Euro vermietet. Ja. Finde ich auch ein großes Learning übrigens, was wir hatten, relativ am Anfang. Ne? Absolut obersten 5% preislich zu vermieten, lohnt sich nicht. Stimmt, weil wir sind sehr hoch eingestiegen und da haben wir nicht die gewünschten Erfolge gehabt. Schmerzvolles Learning hier. Ja, da melden sich dann Leute, wo man sich hinterher fragt, ob die überhaupt vorhatten, diese Miete ein einziges Mal wirklich zu überweisen. Korrekt. Wir hatten Mietausfälle sofort, quasi nachdem wir vermietet haben. Ja, irgendwie drei Monate wurde gezahlt. Und nicht nur das, die Wohnung war dann auch so, dass wir dann gleich nochmal nachrenovieren. Genau, durften. Also richtiges Learning. Ja. Ich möchte nur nochmal quasi den Punkt einmal machen. Also das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist überhaupt kein Projekt, was man irgendwie als Einsteiger machen sollte. Am Ende steht da dann gleich in einem Zielszenario 90.000 Euro Cashflow. Das ist natürlich krass, also 90.000 Euro Überschuss nach wirklich sauber Rücklagen, allen Kosten, Bankrate und so weiter. Mhm. Ja, aber 2,15 Millionen Euro war der Einstandspreis. Ne? Wie viel auch immer da jetzt genau in diese Sanierung fließt, da entstehen ja riesengroße Vermögenswerte, ohne dass man jetzt einfach nur sagt, quasi der Markt entwickelt sich weiter, weil einfach ein Haus in einem perfekt sanierten Zustand mit einem guten Mieterklientel und einer Marktmiete einen völlig anderen Vermögenswert darstellt, als das, was wir damals gekauft haben. Und das ist ja das Zweite, was entsteht bei so einem Projekt, ne? Was man immer zusätzlich zu diesem Cashflow sehen muss. Ich will sagen, weil du das Thema gerade angeschnitten hast, was das für eine Reise einfach für uns war, ne? Weil wir hätten es ja, wir sind ja beide Vollzeit beschäftigt quasi gewesen und sind ja immer noch bei den Objekten, haben aber echt ein System aufgebaut. Und das geht halt einfach nicht ohne System aus unserer Sicht. Wir haben das unternehmerisch aufgebaut, das Thema. Haben mittlerweile, glaube ich, an die 20 Handwerker, die für uns arbeiten, auch für andere Projekte, die wir jetzt selber machen. Also nicht angestellt, ne, aber 20. Die wir genau, also so Subunternehmer quasi, ein Bauleiter, Backoffice, eben eure Julia, unsere Susi, noch weitere. Also es ist ein ganzes System, was dahinter steckt. Akquise-Team, und das wäre halt nicht ohne gegangen, ne, muss man sagen. Kann man. Daniel beispielsweise hat das ja gemacht, ne? Bei uns auch aus dem Coaching-Team. Wie viele Häuser macht ihr parallel jetzt? Ihr habt noch eigene, wir reden ja locker über 20 Häuser, mindestens in dieser Dimension, die ihr gerade parallel beackert, ne? Im Entwicklungszustand. Ja, ungefähr, ob es jetzt 18 oder 22 sind, aber so. Vielleicht 15. Aber nicht in dem Entwicklungszustand. Paar Häuser sind ja so, da muss man nicht viel machen. Das ist ja nicht der Standard-Case. Ja. Eberswalde ist schon sehr entwicklungsbedürftiger Case gewesen. Dafür gibt es aber auch einzelne Objekte, die dann 40 Einheiten haben. So, ne? Also meine Frage ist quasi so, weil da kommen wir ja her und wir hätten es dann selber gemacht, wenn der jetzt nicht Immocation sich ergeben hätte vor ein paar Jahren bei uns. Mhm. Ich sag mal, du bist in einem Konzern angestellt, bist schon einer, der echt Gas gibt in seiner Karriere. Die fährst du dann runter auf das, was du halt machen musst. Dann kannst du nebenbei 1, 2...
solche Projekte machen? Nebenbei meinst du? Es kommt drauf an, was runterfahren heißt. Wenn man, ob man von den 80 Stunden auf 60 Stunden runterfährt. Nee, also ich weiß nicht, jetzt für dich ein Projekt ist, ja, genau. ist jetzt ein Haus in Eberswalde. Ein Haus. So wie Daniel zum Beispiel, der hatte gesagt, jedes Jahr kauft ein Mehrfamilienhaus, entwickelt sich dann über drei, dann ist eins fertig, kommt eins dazu. Ich würde sagen, eins bis drei kannst du machen, je nachdem, ob du Familie hast, wie viel Freizeit du noch haben möchtest. Ja. Aber eins bis drei ist realistisch. Das kommt doch total aufs Haus an. Klar, also, aber ich meine sowas wie Eberswalde. Kann man in der Situation, die Marco beschrieben hat, also ich habe grundsätzlich einen Job, ich habe eine Familie und so weiter und ich möchte auch noch mal Freunde sehen, kann ich eines dieser drei Eberswalde-Häuser kaufen und in den richtigen Zustand bringen? Ja, ne? Ja, safe. Überhaupt kein Thema. Safe. So. Man muss sich dann ja auch nicht so, Weg, wie ihr macht das jetzt einfach mal fulltime. Ja, man muss sich ja auch nicht so zeitlich, und wir setzen uns ja zeitlich selbst unter Druck, um das möglichst schnell zu machen, aber das kann man ja auch... Müssen wir gleich unser Performance-Tracking-Meeting machen. Wie Marco mal schon sagt, auf die Zeitachse legen und man kann es ja auch ein bisschen... Aber der Punkt ja nochmal wichtig langsam. Ist, also eines ist dann ein Drittel von 90.000, ist 30.000 Euro Cashflow. Wenn ich das 3 Jahre in Folge mache, habe ich 3 solche Häuser entwickelt, habe ich auch 90.000 Euro Cashflow aufgebaut. Klar. Das ist aber relativ nah dran, also im Hier und Jetzt, das ist relativ nah dran, ein Gehalt dann auch irgendwann überflüssig zu machen und mehr Zeit für das Thema zu machbar. Haben. Total, ist für jeden machbar. Ah, ja. Klar. Ich würde es gerne nochmal ein Thema ansprechen, was glaube ich auch ein bisschen schwierig vom Thema ist, also was wir auch immer sagen, was ich finde, was wirklich eine ekelhafte Fratze der Immobilienwirtschaft ist, ist das Thema Mieter, ich sage es mal, aus der Wohnung bekommen, weil logischerweise hast du ja ein Interesse, dass wenn eine Wohnung leer ist, dann kannst du sie sanieren, neu vermieten, dann geht die Entwicklung schneller von diesem Haus. Es gibt Immobilieninvestoren, soll es geben, kann man drüber lesen, die dann wirklich einfach ekelhaft werden zu ihren Mietern, keine Ahnung, Presslufthammer sonntags vors Haus fahren, bewusst, um ihnen das Leben unangenehm zu machen und dazu zu bewegen, dass sie ausziehen. Vollkommen logisch, dass wir das nicht tun. Was machen wir denn über die Jahre quasi, die Mieten zu steigern, also in Sachen Mieterhöhung? Und was machen wir? Ich meine, brauchen wir nicht drum herumreden, du hast gerade gesagt, da sind wirkliche Problemmieter auch drin. Da sind Leute drin, von denen halte ich menschlich -5. Ja? Also die sind einfach richtig, richtig doof. Und wie gehen wir damit um? Nicht nur das, es gibt ja auch Mieter, die wirklich offen vertragsbrüchig geworden sind. Also es gab Zahlungsverzugs. Und auch im Umgang zu uns. Wir hatten auch schon die ein oder andere Räumungsklage. Ja, oder wirklich Schäden verursachen. Oder Schäden verursachen oder mit Drogenhandeln. Beispiel Treppenhaus neu gemacht und wieder beschmiert. Einfach keinen Respekt vom Eigentum. Ja, wir investieren und mal wollen es schön machen und genau, also solche Mieter gibt es. Also erzähl erst, also zum Glück dagegen jetzt nicht der Regelfall, aber dagegen geht man vor, ne? Ganz klar. Also einfach juristisch. Das ist ja auch nicht gut für die Hausgemeinschaft, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. So, normale Mieterhöhung im Bestand, also wir erhöhen ja grundsätzlich auch Mieten, wenn das okay ist, aber es ist immer so ein Geben-Nebenspiel, ne? Wir bringen die Immobilien auf Vordermann und dann darf man im Rahmen von, du kannst es erklären kurz am besten, ne? Ja, also am liebsten gehen wir, also man darf nehmen, also wenn man unter der ortsüblichen Vergleichsmiete ist, dann darf man innerhalb von 3 Jahren 20% die Miete anpassen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das haben wir bei Eberswalde jetzt zum Beispiel auch gemacht, weil die ortsübliche Vergleichsmiete, klar, die ist jetzt nicht der aktuelle Marktwert, das sind jetzt vielleicht nicht die 8,50 Euro, weil muss man bilden aus dem Durchschnittswert der letzten 6 Jahre, aber auf jeden Fall war die deutlich höher als 4,90 Euro, deswegen haben wir dann gleich die Mieterhöhung um 20% erstmal geltend gemacht. Da gab es auch so gut wie gar keinen Widerstand, weil die einfach noch, ich glaube, nie erhöht wurde vom Voreigentümer, haben wir da auch von 25 vermieteten Wohnungen 22 Zustimmungserklärungen bekommen. 2 von den nicht zugestimmten waren 2, von denen wir uns dann leider trennen mussten, weil die dann noch gar nicht zahlen oder eben sonst vertragsbrüchig geworden sind. Also insgesamt eine sehr breite Zustimmung. Nichtsdestotrotz sind wir danach dann auch nochmal, weil da endet ja unsere Perspektive nicht, mit den Mietern ins persönliche Gespräch gegangen. Wir waren da vor kurzem auch nochmal vor Ort persönlich, um den Mietern einfach mal die Perspektive, die wir für diese Häuser sehen, aufzuzeigen. Teilweise auch ein bisschen, es ist auch kein einfaches Gespräch, weil man da ja auch über Finanzielles sprechen muss mit den Mietern. Sprich, wie sich die Mieten entwickeln werden, vor allem durch solche größeren Modernisierungsmaßnahmen wie Balkonanbauten. Also wir haben ja noch Balkonanbauten jetzt für dieses Jahr geplant. In weiteren 2 Jahren werden wir die Marktmiete wahrscheinlich wieder erhöhen müssen, weil wir haben ja mit dieser Perspektive auch die Häuser gekauft. Wir halten es für sinnvoll, dass man das mit den Mietern vorab schon mal bespricht, damit die sich darauf einstellen können und dass man da einfach auf beiden Seiten weiß, woran man ist. Ja.
Also oh. ich finde, also ich habe selber auch schon solche Gespräche, nicht viele, aber auch welche. Und wir haben das auch bei anderen Häusern noch intensiver teilweise mitbekommen, wie es in Eberswalde. Aber ich finde es schon einen interessanten Punkt. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Ich glaube, viele stellen sich auch vor, man führt plötzlich ganz viel konfrontative Gespräche. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich hingehe, ich kaufe eine neue Wohnung oder ein Haus mit vielen Wohnungen drin und ich frage den Mieter, was stört dich hier? Und ich höre ihm wirklich zu und sage ihm, ich fixe die Dinge. Mhm. Der weiß selber, der Mieter, wenn er für 3, 4 oder 5 Euro wohnt und hier ist eigentlich 8, 9 oder 10 üblich, dass offensichtlich hier die Mieten irgendwann steigen werden. Der weiß auch, wenn das Haus in einem katastrophalen Zustand ist, dass dringend was gemacht gehört. Und die allermeisten freuen sich. Bei solchen Sachen wie mit dem Balkon, da freuen sich die Leute selbstverständlich. Also es sind teilweise sehr große Wohnungen, die aber keinen Balkon haben. Also das ist, und ich find, das immer, ist das schon massiver Mehrwert. Immer so schön und spannend, weil wenn man da hinkommt, dann bekommt man erstmal so eine Anti-Haltung als Vermieter. Ne, weil man wird direkt als böse eingestuft. Direkt, wenn man hinkommt, von meisten tatsächlich, ist meine Erfahrung. Und dann müssen wir es schaffen, als eben Vermieter, Investoren, die Stimmung zu verbessern und aufzuzeigen, dass wir nicht böse sind, sondern Win-Win wirklich schaffen möchten. Und das schafft man in der Regel in so einem einstündigen Gespräch, wo man wirklich die Perspektive aufzeigt, ne, zu sagen, hey, wir wollen die Häuser langfristig behalten, wir wollen unsere Mieter in die Augen schauen können, wir wollen das Haus einfach natürlich entwickeln, weil es, ne, Sanierungsstau gibt. Natürlich wird die Miete hochgehen müssen, weil wir auch Geld investieren, aber alle verstehen das am Ende. Man muss sich einfach nur hinsetzen, sich in die Augen schauen, ehrlich sein und irgendwie, ne, gucken, dass man klarkommt. Und das finde ich immer eine spannende Erfahrung, weil am Ende ist diese Stimmung halt so, naja, darf ich, kann ich reinkommen? Ja, nee, am besten bleiben draußen, wir reden vor der Tür miteinander. Hin zu, ja, wollen Sie noch einen Kaffee trinken? Und dann redet man ganz nett miteinander und vereinbart irgendwie Dinge für die Zukunft. Und das finde ich immer ganz spannend und auch schön, dass man die Gespräche immer auf die Seite bekommt. Ja, finde ich ganz, ganz toll, wie du es gerade beschrieben hast. Ich möchte einfach nur jedem dann sagen, der zuhört und den Appell machen, wer es halt vorhat und noch nicht gemacht hat. Also nochmal, nehmt wirklich Abstand davon, zu glauben, ihr müsst irgendetwas tun, um schnellstmöglich Mieter rauszubekommen. Womöglich noch Dinge, wo man den Mietler wirklich ärgert. Oft kommt sowas, glaube ich, bei Leuten auch aus Drucksituationen. Also macht Projekte, wo ihr im Zweifelsfall, wo ihr die Projekte aushalten könnt, wo ihr einfach sagt, ja, kann sein, dass in 2, 3 Jahren ganz viele Mieter das Haus verlassen. Ja, wir hatten in Magdeburg zum Beispiel den Fall, das ist ein Haus, was wir nicht zusammen haben, ne? Dass da war sehr viel möbliert, sehr kurzfristig vermietet, aber extremst günstig vermietet. Jetzt haben die alle gemerkt, boah, hier wird was angepackt. Die haben von selber zum Großteil dann gesagt, ja, nee, also ich werde hier bald wahrscheinlich nicht mehr für 3 Euro wohnen können, das spüre ich selbst. Da gab es dann einen relativ großen Auszug. Bei anderen Objekten dauert das sehr lange. Da hast du einfach viele Mieter drin, die einfach sagen, ich bleibe hier jetzt so lange, wie ich irgendwie kann. Das kannst du teilweise vorher nicht unbedingt wissen beim Ankauf von dem Objekt. Das musst du aushalten können. Und wenn du dann aber so machst, wie du es gerade beschrieben hast, Martin, und vor allem den Leuten auch eine langfristige Perspektive aufzeigst, dann kannst du halt nicht genau sagen, auf dem Zeitstrahl wie, aber dann kannst du eben über die Zeit wirklich positiv und mit einem, glaube ich, auch wirklich selber sehr guten Gefühl und eben ganz wichtig, einvernehmlich mit den Mietern diese Objekte und entwickeln. Es geht ja auch für, wenn ich mich mal in einen Mieter reinversetze, der in so einem Haus lebt, ich meine, was gibt es Frustrierenderes, als wenn du eigentlich da lebst, wo du leben möchtest, findest die Wohnung schön, du bist da verwurzelt, kennst die Nachbarn, hast da Freunde und so weiter. Und dein Vermieter lässt dieses Haus aber vollkommen runterkommen. Ja, genau. Du wohnst mittlerweile in einer Wohnung, die in einem grenzwertigen Zustand ist, was Bewohnbarkeit und so angeht. Hast wahrscheinlich immer nur Ärger gehabt. Niemand hat dir zugehört, irgendwo mal geholfen. Ne? Also es ändert sich ja wirklich an der Lebenssituation substanziell etwas zum Besseren, weil wir im Zweifelsfall ja auch einfach Wohnungen dann sanieren und schön machen. Und es wohnt aber dieselbe Person hinterher drin. Und wir einigen uns einfach einmal neu, was jetzt dafür eine angemessene Miete ist. Die muss nicht umziehen und sonst irgendwas. Ne? Und also das tatsächlich, man muss diese Perspektive auch sehen, weil also es ist für beide Seiten ja, also für den Mieter ja auch ein Mist, wenn er da irgendwo wohnt und es kümmert sich niemand um das Haus. Ne? Das ist ein sehr kurzfristiger Blick. Ein Punkt tatsächlich betonen von dem, was du gesagt hast, das klingt so banal, aber dieses Zuhören, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also es gibt sehr viele Vermieter, wo das eben nicht der Fall ist. Meistens kauft man von solchen Leuten, die sich eher, also als Investoren kauft man gerne von solchen Leuten, die sich eher nicht ums Haus und um die Mieter gekümmert haben. Weshalb man oft auch was kitten muss, ne? Weil typischerweise hinter so einem Verkauf dann ja bei so einem Haus auch nicht das beste Verhältnis zwischen Eigentümer, Ex-Eigentümer und den Mietern steht. Genau, und das setzt sich dann erstmal fort. Ne? Also die Mieter projizieren das auf den neuen Eigentümer natürlich auch. Die denken, das ist jetzt der Nächste, der das Haus ausquetscht und ohne was dafür zu tun. Ja. Und allein dieses Tool, dass die irgendjemanden haben, mit dem man face-to-face sprechen kann, oder das heißt, zumindest
per Telefon, das ist für die schon so ein unglaublicher Mehrwert. Und das Schöne ist, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, dass man nicht immer Mieter rausbekommen muss, ne? So wie alle das oder viele das immer denken. Ja, man muss auch, hat mir als Beispiel genannt, wir haben manchmal Wohnungen, eine Wohnung wird leer, weil der Mieter ausgezogen ist, ne? Warum auch immer. Der wollte ausziehen, die wollte ausziehen. Wir haben die Wohnung saniert. Die Mieter laufen durchs Treppenhaus, gucken rein, weil die Handwerker sind und sagen, boah, die Wohnung ist ja schön. Ne, können Sie uns die Wohnung auch so machen? Dann sagen wir, ja, Sie können hier einziehen, wenn Sie möchten, ne? Gleicher Schnitt. Und die sind bereit, mehr zu bezahlen für die Wohnung. Es liegt häufig nicht daran, dass sie nicht mehr bezahlen möchten. Und das findet man nicht heraus, wenn man nicht redet. Ja. Viele denken immer, ich muss den rausbekommen, weil er nicht mehr zahlt. Also nein, konkret dieses macht die Wohnung Beispiel, schön und der wird mehr bezahlen. Dann war sogar bereit, die Marktmiete zu zahlen. Genau, er ist quasi umgezogen in die neue Wohnung, die wir da saniert haben, zur Marktmiete. Und schon hatten wir eine neue freie Wohnung, die wir sanieren konnten und wiedervermieten konnten. Jetzt wird es fast schon politisch, aber das finde ich eben so frustrierend, dass dieser Konflikt, diese Konfrontation Mieter gegen Vermieter ja wirklich auch in den Medien teilweise präsent ist, der aber in der Praxis überhaupt nicht stattfinden muss. Ne? Wenn A, natürlich auch der Mieter sicherlich sein beide, aber wenn vor allem auch die Investoren hingehen, zuhören und das Ganze einvernehmlich machen. Ich hatte gerade diese Woche, weil ich auch in Heide Seen in einem anderen Objekt von uns, da kam ich an, weil wir auch Balkone anbauen und die ganzen Maßnahmen machen und die Mieter standen da hinterm Haus, haben auf mich gewartet und haben ungefähr auf mich eingeredet mit böse. Mit Mistgabel. Ja, so wirklich, vom Gefühl. Gefühlt, Wie mit Mistgabel habe ich gewartet und ich musste erstmal 10 Minuten reden, mir anhören, was alles blöd gelaufen ist in der Vergangenheit. Und dann habe ich gesagt, okay. Das haben wir relativ neu, ne? Genau, wir gehen die Entwicklung an. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können es auf zwei Seiten mit zwei Wege jetzt gehen. Entweder wir verhärten die Fronten, ne, sie sagen mir, was alles blöd war und wir machen es trotzdem, was wir hier vorhaben, oder wir reden miteinander und weichen die Fronten auf und wir hören ihnen zu. Super, ja. Und dann saß ich da am Ende irgendwie 2 Stunden mit denen im Garten, hab dann nett gequatscht, über das Haus gesprochen, ja, die Balkone, doch, das wird ganz schön hier, das und das machen wir noch. Und da waren die total freundlich und haben gemerkt einfach, dass jemand zuhört. Und das fand ich auch wieder so ein schönes Beispiel. Total verhärtete Fronten, man muss einfach nur hingehen, zuhören und die Fronten einfach netter gestalten. Ja. So, dann würde ich sagen, wir machen weiter und gehen mal noch ein Objekt weiter. Wir machen jetzt noch so 1-2 Objekte, wollen dann zum Schluss eben nochmal über Zahlen sprechen, wo wir jetzt gemeinsam wirklich stehen. Freue mich sehr, ich sehe, ihr habt den Arm gewechselt, also die beiden, für die nur zuhören, die sitzen auf einem Sofa, gehen sehr liebevoll miteinander um, aber es hat leider nur ein Arm Platz und jetzt durfte Bodo mal übernehmen und auch seinen Arm ablegen. Lasst uns mal nach, hier steht die Überschrift für mich, 40 Einheiten JWD. Ihr wisst, welches Projekt gemeint ist, oder? Das ist auch keine geheime Stadt. Ja, also Joachimsthal ist was? Erklärt mal kurz, was das ist für ein Standort. Schon ein etwas opportunistischerer Standort. Mhm. Der liegt im weiteren Berliner Speckgürtel. Vom Speckgürtel. Ja, genau. Also noch hinter Eberswalde. Ungefähr 25 Minuten Fahrzeit. Sehr kleiner Ort tatsächlich und hat aber eine direkte Bahnverbindung nach Eberswalde und hat eine direkte Autobahnverbindung nach Berlin. Aber eben das ist der Unterschied, direkte Bahnanbindung an Eberswalde und nicht an Berlin. Ja, genau. Weil wir kaufen sonst mal gerne eben mit direkter Anbindung an Berlin. Das ist quasi der Speckgürtel vom Speckgürtel. Genau, deswegen meine ich, muss man sehen. Aber auch da wieder die Mikrolage. Wenn man schon bei problematischer Makrolage kauft, dann sollte man zumindest auf die Mikrolage achten. Und die ist da wirklich in unseren Augen und auch in Augen der Mieter, war noch da im Gespräch mit allen, sehr, sehr schön. Weil das ist ein Haus, das erstens direkt am Bahnhof liegt. Das klingt jetzt nicht nach guter Mikrolage, ich weiß. Das ist aber kein Bahnhof, wo Regionalzüge und Stellzüge durchbrettern, sondern das ist ein Bahnhof, wo ein kleiner Zug durchfährt. Einmal pro Stunde. Sieht wirklich gut aus da. Der keinen Lärm macht. Das sind diese kleinen Züge, die aus 2 Waggons bestehen. Also kein Lärm. Dafür aber die Anbindung. Also man ist quasi in 3 Minuten am Bahnhof. Und Marco, du sagst es, den unverbauten und unverbaubaren Seeblick von nahezu jeder Wohnung. Von den höheren Etagen top. Auch von den unteren Etagen sieht man ihn, weil wie gesagt, davor ist nichts. Und das haben auch die Mieter im Gespräch alle hervorgehoben. Also die wohnen da wirklich sehr gerne. Das muss man ja tatsächlich immer überlegen. Ne? Also wenn jemand grundsätzlich für sich die Entscheidung getroffen hat, ich möchte in dieser Stadt leben, weil ich bin hier verwurzelt oder ich mag es gerne ländlich. Mir reicht das, wenn ich so eine Stadt wie Berlin irgendwie Zugriff habe oder was auch immer. Mhm. Natürlich ist dann die Mikrolage ein Riesenkriterium. Ne? Also natürlich findet man in so einer Stadt jederzeit problemlos Mieter für Wohnungen, die wirklich toll sind. Also in die man einfach gerne einzieht, weil sie
schön sind und die dann so einen Blick und sowas haben. Ne? Also etwas, was ich jetzt zum Beispiel, was auch so eine Lage ja total unterscheidet von Berlin. Wenn ich jetzt natürlich dann in so einer Stadt irgendwie am Ende doch wieder nur denselben Blick auf Beton und so weiter habe, hey, klar, und klar, kein Platz, schwierig, kein Garten und so, wie in Wiener Großstadt, dann fehlt irgendwie der Vorteil, warum ich an sich in so einer Stadt wohne. Ne? Richtig. Ja? Also ein Riesenunterschied und glaube ich, ganz wichtig, das auch zu verstehen, wenn man in so opportunistische Lagen, wie du es genannt hast. Klar. Und das sind jetzt tatsächlich unter einem Dach 40 Wohnungen. Also ich weiß noch, wo ich da ums Eck gefahren bin. Also beim Ankauf waren Stefan und ich nicht an dem Haus. Ne? Ihr, also in aller Regel nicht. Ihr macht das ja und prüft das. Und wir sprechen dann zusammen in Zoom über die Deals, bevor wir sie kaufen. Da haben wir natürlich auch fröhlich diskutiert, gerade über die Lage und so. Und ich weiß noch, wo ich da das erste Mal jetzt hingefahren bin und ums Eck gefahren komme. Und dann steht da dieses Haus mit 40 Einer. Das ist halt echt groß. Das ist ein Klopper. Das ist, ein Haus, das ist wirklich ein Brett. Und das hat ein Dach. Also es ist echt groß. Und ein Dach, 5 Aufgänge, 40 Wohnungen. Kannst du durchlaufen im Dach, ja. Ich bin noch nicht so 100% so super geiler Deal. Ich weiß einfach nicht. Aber der Punkt ist natürlich, der Einstand ist erstmal gut, weil wir haben da quasi einen 8%er gekauft vom Stand weg. Ne? Das ist eben das Gute. Das heißt, da haben wir, ich guck mal hier auf den Zettel, 125.000 Euro jährliche Mieteinnahmen bei 54.000 Euro Bankrate. Da ist also dick Cashflow übrig, auch nach Bilden von Rücklagen und so. Ja. Da ist aber tatsächlich so, dass wir einfach noch investieren müssen, um überhaupt zu erhalten. Tatsächlich, oder? Müssen, ja. Also das Haus ist, deswegen ist die Betrachtung sehr optimistisch. Ja. Und beschönigt tatsächlich, weil wir haben das Haus mit teilweise im Instandhaltungsrückstand gekauft. Ja. Deswegen ist das tatsächlich nicht nur, das ist natürlich im Kaufpreis abgebildet, also auch hier deutlich unter 1.000 Euro pro Quadratmeter. Aber Hauptknackpunkt dort ist, wir müssen die Balkonanlage einfach mal angehen. Also ist jetzt nicht so, dass die gleich in sich zusammenklappt, das nicht. Also Standsicherheit wurde uns auch vom Statiker unseres Vertrauens auch schon bescheinigt, das ja, aber trotzdem auch er meint. Also die kann man jetzt nicht 10 Jahre bei, oder vielleicht könnte also er man, meinte, aber 10 Jahre wird die noch halten, aber trotzdem also da muss Verantworten, man, ne? Ja, also da sind Mieter, die raufgehen. Ja, und nee, klar. Also generell ein paar Maßnahmen zu nennen, also Balkone sind natürlich die größten, aber wir haben auch Dämmung, muss dann in dem Zuge erneuert werden, oberste Geschossdecke, Kellerdecke. Das ist auch ein Commitment, dass wir unserer Bank gegenüber eingegangen sind, ne? Also auch die Bank hat mit unserer Perspektive das Objekt im Soll bewertet und diesem Commitment wollen wir natürlich nachkommen. Aber die Heizung ist recht neu von 2016. Ja, also nachdem wir ja gerade... Wobei gerade die, wie heißt die, Falschflaschpumpe oder wie die heißt, kaputt ist und wir die gerade austauschen müssen. 3.000 Euro, by the way, aber... Okay, das hört sich ja entspannter, also weil wir haben ja gerade in den 24-Parteien-Haus eine Heizung komplett eingebaut mit komplett neuen Strängen und so weiter. Zu hören, da ist eine relativ neue Heizung in dem 40-Parteien-Haus. Genau. Das war halt auch, das hat sich gut angefühlt, auch schon beim Kauf. Ne? Ja, und ein paar Wohnungen sehen auch erstaunlich gut aus. Also einige der Wohnungen sind in einem wirklich guten Zustand. Klar, ein paar von denen natürlich nicht. Ein paar von denen muss man komplett renovieren, aber es und ist für uns ein anderer Case. Wir haben hier keine große Mietentwicklung vor uns. Ne? Also das ist ein bisschen unter Markt vermietet, aber nicht so stark. Also die ersten Zustimmungen zur gerade versandten Mieterhöhungserklärung haben wir schon bekommen. Okay, aber das ist jetzt nicht so quasi wie bei einigen anderen Objekten, dass die Hälfte im Markt nein, ist. Nein, nicht nein, so, nein, wenn nein, jemand nein. auszieht, dann nein. entwickelt sich das Objekt aber quasi von selbst. Aber das Spannende ist ja, wir haben ja jetzt die ersten Fluktuationen, ne, und renovieren ja jetzt oder jetzt die erste Wohnung. Dann kommt ab Ende März die nächste Miete aus. Das sind jetzt die Wohnungen, die wir überlegen eben, ne, den ukrainischen Geflüchteten dann zur Verfügung zu stellen. Deswegen aber, das wären theoretisch dann unsere ersten Testfahrten, weil wir denken, dass wir schon da deutlich mehr in der Neuvermietung bekommen, als jetzt im Bestand. Also um es mit Zahlen zu untermauern, wir haben das Objekt mit knapp unter 5 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt gekauft und uns reichen völlig 6,50 Euro im Sollfinal aus. Um dann wieder doch am Ende bei den 8% um wieder weit über den 8% zu landen, trotz aller CapEx-Maßnahmen. Genau. Ja. Also hier ist tatsächlich, also würde ich das Objekt 20 Mal kaufen, wenn ich könnte quasi, würde ich sagen nein, weil das wäre mir ein zu großer Klumpen an dem Standort vom Risiko her. Na, das ist eine Beimischung von mehr Risiko. Also ich finde, die anderen Objekte, gut, würden andere Investoren, die nur A-Standorte machen, auch anders sehen. Aber ich finde aus unserer Sicht, die anderen Objekte, die wir bislang gekauft haben, sind vom Risiko her eher weiter unten. Die Mietnachfrage ist ja krass. Die ist einfach da. Genau, Eberswalde ist geheime Stadt. Finde ich jetzt nicht, ist nicht besonders risikoreich. Wir fanden es gut als Beimischung, also wie du sagst. Ne? 40 Häuser beim Mensch kaufen, das Risiko ist da schon höher, also muss man so sehen. Also genau. Wir haben alle vier das Risiko gesehen. Ne? Es kann sein, das ist ein Ort jetzt, wo jetzt nicht
da ist jetzt nicht viel städtische Struktur da. Also das sind keine Kinos, Theater und Aber spannenderweise treffen wir immer wieder Menschen, die aus Joachimsthal kommen. Tatsächlich auch Investoren. Auch Investoren, die da wohnen noch. Ja. Und auch bei mir in einer Eigentumswohnung in Friedrichshain aus dem WG-Beirat. Er kommt aus Joachimsthal. Also wenn jemand diese Folge hört oder auf YouTube sieht, bitte in den Kommentaren, wer aus Joachimsthal kommt. Grüße gehen raus. Grüße. Grüße aus Joachimsthal. Es ist auch mal eine schöne Wohnlage, das darf man auch nicht so sagen. Also es ist weit draußen, ja, keine Frage. Aber man Ich war man wirklich lebt auch gerne, also, wo ich dort war, ich habe da eine Stunde verbracht, bin rumgelaufen, da ist da hinten auch noch wirklich, also da kann man ja noch Fantasie haben, hinten sogar mit Bauen und so auf dem Grundstück, da ist da ist wirklich viel, cool. Viele neu gebaute Einfamilienhäuser. Und einfach mal in dem Volumen ein Objekt gekauft, was vom Stand 8,3% ist. Wie gesagt, mit den ganzen erwähnten Risiken, wir haben hier eine Cashflow-Strategie. Ne? Mhm. Das darf man jetzt nicht missverstehen mit einem, wie du sagst, jemand, der in der A-Lage ganz langfristig irgendwie und zahlt jeden Monat drauf. Oder nicht missverstehen mit einem Projektentwickler in der A-Lage, der in Berlin Grundstücke entwickelt und dann abverkauft. Das ist ein ganz anderes. Genau. Wir wollen einfach wirklich Cashflow aufbauen mit den Lagen, die wir dann da auch haben. Und das ist sicherlich eins der extremeren, vom Risiko auch größer. Martin, du kommst aus NRW. Ursprünglich. Und die BMS ist Ghost NRW, heißt das Kapitel. Die ist auch nach NRW so ein bisschen. Wir haben auch zusammen in NRW Häuser gekauft. Mhm. Vor allem eins, da können wir, Bodo, gleich über Mietpreisbindung reden. Aber erzähl mal NRW auf die Ferne. Wieso haben wir das gemacht und funktioniert das für uns in NRW? Wuppertal haben wir auch sogar zusammen. Wuppertal, wir haben jetzt 3 Häuser in NRW zusammen gekauft, gemeinsam. Warum haben wir das gemacht? Also ich persönlich wollte schon immer wieder zurück nach NRW gehen zum Investieren. Ich bin ja aufgewachsen da, ne? Auch Grüße nach NRW, bei Jüchen, bei Mönchengladbach, bei Düsseldorf. So ungefähr kann man sich das vorstellen. aber da gibt es unglaublich viele aus meiner Sicht sehr interessante Standorte. Und das ist ganz anders als in Brandenburg, weil in Brandenburg haben wir einige Städte, die musst du kennen. Und dann kannst du da investieren. Und in NRW hast du einfach so eine unglaubliche Dichte an Standorten, wo du eine gute Anbindung hast, ne? Direkt im Speckgürtel von einer anderen Stadt, die interessant ist. Deswegen war das sehr interessant für uns. Und ihr habt ja dann den Kontakt aufgetan in NRW, ne? Mit dem wir zusammen investiert haben auch, beziehungsweise über den die Objekte kamen. Dieses Jahr, ne? Wuppertal dann nicht, oder? Dieses Jahr haben da haben wir quasi das aus unserem Netzwerk akquiriert. Aber deswegen haben wir uns entschieden, nach NRW zu gehen, weil wir einfach auch gesagt haben, wir wollen diversifizieren, ein wenig regional. NRW ist ein super Bundesland zum Investieren. Die Opportunität hat sich aufgetan und wir sind eingestiegen. Und die Häuser per se sind sehr gut aus meiner Sicht. Das ist auch ein langfristiges Investment. Darüber können wir gleich sprechen mit der sozialen Mietpreisbindung. Aber an sich würde ich die Häuser auf jeden Fall nochmal 10-mal so kaufen. Die wir gekauft haben. Wie ging das auf die Ferne? War das im Akquiseprozess gut möglich, beziehungsweise dann auch, also Wuppertal warst du ja, glaube ich, tief involviert. Tatsächlich das fragen sich viele, glaube ich. Ja. Tatsächlich die ersten beiden Häuser habe ich bis heute nicht gesehen. Du auch nicht? Auf zahlreichen Fotos, ja. Auf zahlreichen Fotos. Videos, wir waren nicht da, aber wir sind im engen Kontakt mit unserer Hausverwaltung. Und ich habe meinen Vater mal vorbeigeschickt, um mal zu gucken, stehen die überhaupt? Und der Kontakt, der über euch kam, das haben wir nicht vergessen, der hat das schon ausgiebig besichtigt. Also wir haben uns da natürlich ein Stück weit auf seine Aussagen, seine Einschätzung verlassen. Also würde ich auch nicht empfehlen. Also es ist nicht so, dass wir blind gekauft haben. Vollblutprofi, ne? Also Vollblutprofi, ja, der auf genau, den wir uns verlassen haben. Deswegen, ich würde nicht empfehlen, sowas zu machen. Ja. Also wenn man nicht so eine Person hat, klar. Weil das Haus in Wuppertal, was wir gekauft haben. Ja, also auch bei uns war das die Ausnahme. Also das waren eigentlich ist unser Häuser. Ansatz schon, dass mindestens einer von uns die Häuser auch mal gesehen hat. Weil zum Beispiel Wuppertal kam aus unserem Netzwerk und da war ich mit unserem Sachverständigen, den habe ich mitgenommen aus Brandenburg nach NRW und wir haben uns, glaube ich, 4 oder 5 Häuser angeschaut, wovon wir 1 gekauft haben am Ende. Also hier war das so wie eigentlich der normale Prozess. Ne? Wir sind da durchgegangen, haben alles auf Herz und Nieren geprüft, eine saubere Sanierungsaufstellung gemacht und haben jetzt angefangen auch schon teilweise zu sanieren und so haben wir Wuppertal gekauft. Ja. Genau. Erzähl mal kurz, Bodo, die Mietpreisbindung, die wir da haben, das ist in Tönnesforst das Haus, ne? Ja, nicht nur das zweite in Kempen auch. Sie sind beide öffentlich gefördert worden seinerzeit in den 70er Jahren. Da wurde ja sehr viel öffentlich gefördert, also aus öffentlichen Mitteln. Der Bau der Häuser später, also auch Sanierungsmaßnahmen konnten so gefördert werden. Hier war es aber tatsächlich der Bau. Diese Sanierungen gingen damals mit vergünstigten Krediten einher. Der Preis aber dafür ist, dass sich der Eigentümer, also der Bauherr, verpflichten musste, mit natürlich Weitergabeverpflichtung, also jeder Nachfolger muss dann diese Verpflichtung übernehmen, die Häuser dann nur zum Markt, zur Kostenmiete zu vermieten.
Also dem liegt dann eine der Kostenmiete, der Ermittlung der Kostenmiete liegt eine unglaublich komplexe Berechnung zugrunde, die alle möglichen Kostenfaktoren einer solchen Immobilie oder dieser konkreten Immobilie berücksichtigt. Und es ist einfach, auch wenn man es könnte, ist es gemäß dieser Fördervereinbarungen nicht zulässig für mehr zu vermieten. Und in diese Vereinbarung sind wir natürlich auch eingestiegen. Also sehen Auges wussten wir. Ja, oder? Ja, natürlich, genau. Natürlich. Die läuft jetzt noch wie lange? Die läuft, weil wir den Kredit ja abgelöst haben, durch unseren Bankenkredit, läuft die trotzdem 10 Jahre immer noch weiter. Also ab dem Moment, in dem man ablöst, ist die übliche Nachbindungsdauer, die hier auch der, was auch hier der Fall ist, 10 Jahre, also genau bis Ende 2030. Und ab dann ganz normal das deutsche Mietrecht mit allem, was man irgendwie an Marktmiete... Exakt, du kannst die bestehenden Mieten zum einen gemäß der gesetzlichen Vorgaben erhöhen und du kannst zum anderen in der Neuvermietung dann im Rahmen der dann geltenden gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich frei vermieten. Ja. Wobei ein kleiner Teil der Wohnungen nicht gebunden ist, die wir da haben. Stimmt, aber 2 Dachgeschosseinheiten, die genau. waren später neu ausgebaut worden ohne Fördermittel, die sind jetzt auch schon frei vermietbar. So, wir haben da einen leicht positiven Cashflow, dafür hätten wir es nicht gemacht. Das ist quasi wirklich langfristig. Das passt ist wirklich langfristig. Genau, es passt eigentlich nicht wirklich zur Strategie so, weil wir sagen, wir gehen in Häuser, wo wir im Hier und Jetzt eigentlich wirklich Untermarkt vermietet haben, aber das eben auch perspektivisch ändern können durch eine deutliche Aufwertung der Häuser. Das können wir hier einfach nicht ändern und die sind vom Zustand her auch soweit okay, ne? Aber das ist ultra langfristig, aber da wissen wir einfach, da haben wir zu einem guten Preis eingekauft und deswegen haben wir die mit ins Portfolio aufgenommen. Ne? Exakt. Genau. Okay, jetzt würde ich gerne mal so gucken, wo wir zahlenmäßig stehen in Summe und wie es uns damit geht. Wir könnten natürlich zig weitere Projekte und Einzelprojekte noch durchgehen. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir in der Viererrunde irgendwie talken, weil, wie gesagt, sind die meisten Immobilien, die Stefan und ich auch haben, haben wir gemeinsam hier in dieser Viererrunde und die werden uns alleine, ein Leben lang begleiten. Alleine schulden wir den Leuten ja ein Update für zum Dachgeschossausbau. richtig. Und lüften, in der geheimen Stadt. Wahrscheinlich sitzen wir in 6 Monaten wieder hier und dann sind wir wieder eher leer, machen wir doch nicht. Doch nicht das Dach, ja. Genau. Ja, was vor allem, glaube ich, spannend ist, ist, wie schnell kommen wir dann jetzt wirklich auf die 80% des Soll-Cases, den wir dann auch brauchen, sehen wir jetzt in den Zahlen. Ich lese mal vor, bin mal gespannt, wie es uns dann damit geht. Also, wir kennen die Zahlen natürlich selbst schon, aber es ist immer wieder spannend, wenn man sie sich dann raussucht. Das haben wir kurz vorm Video gemacht. Wir reden also jetzt über 130 Wohneinheiten in Summe. Die bringen uns auf 540.000 Euro Mieteinnahmen. Die Bank möchte gerne jährlich 217.000 Euro Bankrate, Kapitaldienst haben. Das macht für uns rechnerisch einen Cashflow von 118.000 Euro, weil wir... Ja. Erklär du gerne. Nee, weil also die Differenz ist jetzt ja nicht so einfach Miete minus Kapitaldienst, sondern Rücklagen, Verwaltung, all diese Dinge müssen bezahlt werden und deshalb bleiben jetzt, was hast du gerade als Zahl gesagt? 118.000 Euro Cashflow. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich, ohne dass irgendwas schiefgehen würde langfristig, könnten wir 118.000 Euro sinngemäß aus der GmbH hochschieben in unsere Holdings für uns alle vier zusammen. Nicht ganz, das ist die Vorsteuerbetrachtung, aber. Das ist die Vorsteuerbetrachtung, die auch noch brutto, ne? Da sind wir also, ist jetzt noch nicht so dicke, oder? Für den Aufwand, den wir da gemacht haben. Also wenn das so bleiben würde, wäre Essig, ne? Das wäre nicht gut. Vom Stundenlohn her mäßig. So, ich meine, das weiß ich nicht. Also nehmen wir mal an, der Cashflow würde selbst nur so bleiben für immer, glaube ich trotzdem, dass was da jetzt reinfließt an Stunden, auf Vermögenszuwachs, dann auf Lebenszeit. Ich meine, da zahlen sich gerade Immobilien im Wert von vielen, da zahlen sich 130 Wohnungen gerade von selbst ab. Das ist der Cashflow, das heißt, da ist die Tilgung drin, die ja auch Vermögensbildung ist. Plus, die Tilgung ist ja weg. Plus wir bilden echt nennenswerte Rücklagen, darf man nicht vergessen. Ja. Die sind überdurchschnittlich, ne? Über dem, was eigentlich viele bilden. Und deutlich mehr als die Hälfte der Bankrate ist Tilgung. Ne? Genau. Wie wir hier sitzen, von den 540.000 Euro Bankrate sind, keine Ahnung, 2/3 Tilgung. 200.000 Bankrate war das, ne? Entschuldigung, 217.000 Euro Bankrate, ich muss mit Miete gerade verwechseln. 2/3 Tilgung, die tilgen wir gemeinsam. Ja. Plus das ja Wertsteigerung, wir haben das ja zum Großteil nicht mit unserem Geld gekauft, sondern mit Geld von der Bank. Ja. Glaube ich schon, dass das sogar ein guter, sehr, sehr guter Stundenlohn aufs Leben gerechnet wäre. Aber wir wollen ja ein bisschen schneller irgendwann auch die Kokosnuss in der Hand haben und das in einen Zustand überführen, wo das A
hoffentlich großteils automatisiert ist und B, dann vor allem auch ein bisschen mehr Spaß macht. Und da haben wir im Moment eine Entwicklungsperspektive auf dem Cashflow von 312.000. Das ist jetzt, das hört sich so an, als ob wir das ganz genau wüssten. Das wissen wir nämlich überhaupt nicht genau. Also, ich glaube, 312.500 eigentlich. Ja, da müssen wir nachher noch drüber reden, was genau. Nein, also ob genau. Das jetzt 300 oder 350.000 Euro Cashflow sind, aber ich glaube, wir haben mit den Immobilien, die hier sind und den angedachten Entwicklungsmaßnahmen, können wir gemeinsam diesen Cashflow heben und den haben dann vier Personen zusammen. Ne? Ja. So. Also Cashflow in Höhe von 310.000 Euro. Genau. Allerdings wieder Nachbildung aller Rücklagen, Verwaltung, alles, was dazu gehört. Also das wirklich kann man sich dann rausnehmen. In freier den, Cashflow. Ja. Ja. Noch nicht so, also noch nicht 100%. Schon geil, weil wir haben uns gesagt, okay, wir wollen da, ist, da soll wirklich ein Jahresgehalt für jeden rauskommen. Aber wir hätten ja ein bisschen höheres Jahresgehalt, so, ne, vom Gefühl her. Oder wie geht es euch damit? Also mehr geht immer. Ja. Gemischt, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde es extrem geil, die Reise, die wir haben. Ich würde es genauso nochmal machen. Auch wenn es jetzt nicht weitergeht mit dem Cashflow. Weil, ja, ne, wie du sagst, Vermögenszuwachs, Tilgung ist ja auch mit dabei. Wird ja immer besser, weil wir tilgen ja immer mehr. Das heißt, es wird ja immer besser. Das ist ja nur der Start, was wir jetzt haben. Also würde ich es genauso nochmal machen. Mehr geht immer, auf jeden Fall. Deswegen machen wir auch immer weiter. Refinanzierung, ne, kann man ja auch in der Zukunft noch avisieren, um weiterzukaufen. Also ich glaube, es ist erst der Start. Ja. Macht ja auch unglaublich viel Spaß. Ne? Das ist ja jetzt Arbeit, klar, aber die Arbeit macht Spaß. Man weiß, wofür man es macht. Das ist für den eigenen Bestandsaufbau, fürs eigene Unternehmen. Also das, plus, das ist einfach. Plus, wir haben so viele geile Leute kennengelernt in unserem Team mittlerweile. Weil, ja, ne, wir haben ja echt ein, ja, Team mittlerweile aufgebaut. Auf wir haben Fall. Unternehmen aufgebaut. Eben unter anderem dank euch, ne, am Anfang die ganze Reise gemeinsam. Jetzt machen wir auch immer mehr eigene Projekte und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich möchte auch noch mal einmal relativieren. Sag nochmal bitte die Zahl, was da an Miete steht jetzt gerade in dem im Soll-Szenario. 800.000 Euro? Oder? Ja, 750 haben wir gesagt. Ja, genau. Ah, ja. 750.000, okay. Das eine ist ja der Cashflow im Hier und Jetzt. Ich habe das vorhin schon gesagt. Das sind 75.000 Euro pro Person. Ne? Das ist, also je nachdem, was man da sagt, aber da kann man problemlos von leben, wenn man das möchte und jetzt nicht irgendwie Kohle raushaut. So, ne? Also das ist vielleicht nicht das, was man irgendwie in einer Großkanzlei oder im Konzern in der Managementposition verdient, so, aber an sich ist das schon mal krass, weil das ja einfach nur aus den Immobilien inflationsgeschützt für immer auch noch mit 70, 80, 90, was auch immer kommt. Punkt 2 ist, da ist ja eine Riesenrate an die Bank dann in Summe auch noch immer drin, ne? Wo wir jetzt tilgen, rechnerisch, also wir haben gerade gesagt 140.000, davon sind wahrscheinlich Tilgungen im Jahr, das sind nochmal irgendwie 30.000 Euro pro Person, einfach nur zusätzlicher Vermögensaufbau, ja, ne? Also dass die 75 darf man auch verleben, weil sparen tut man ja schon in Form der Tilgung. Klar. Zusätzlich, ja, sind da riesige Vermögenswerte, also Millionen an Vermögenswerte entstanden über die ganze Entwicklung dieser Immobilien, wenn das nach ein paar Jahren mal erledigt ist. Zusätzlich entfällt ja irgendwann die Rate an die Bank, ne? Also wenn wir in Richtung Ruhestand dann mal gehen, also es wird ja alles immer nur noch besser. Spätestens nach 35 Jahren, das ist, ja, die längste Laufzeit. Ja. Während parallel schon sehr, sehr große Werte auch im Hier und Jetzt auf der Vermögensbilanz stehen. Ne? Und also ich glaube, wenn man das als Gesamtpaket sieht, finde ich das gigantisch. Und möchte nur nochmal quasi diesen Reizpunkt, klar, setzen. Also das kann sich ja jeder mal überlegen. Einfach nur einen Sprint im eigenen Job, die nächsten 3-4 Jahre nochmal richtig Attacke. Und danach aber auch alles fallen lassen, weil das Projekt als beendet erklärt ist, so mehr oder weniger, wie viel da nachhaltig rauskommt im Vergleich zu sowas. Und ich glaube, ja, da ist das gigantisch investierte Zeit. Du hast recht, man darf nicht vergessen, Januar 2020 saßen wir zusammen. Ja. Und jetzt ist März 2022, also über 2 Jahre, ja, 2 Jahre und 2 Monate sind vergangen. Überleg mal, in 2 Jahren, 2 Monaten, ich meine, die müssen noch weiterentwickelt werden. Also, ich glaube, wir reden über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren. Du sagtest vorhin mal, wir dachten 3. Es werden, lass es 5 werden. Dann kurzzeitig dachten wir eher 10, jetzt denken wir wieder, es sind eher 5. Also, lass es 5. In 5 Jahren dafür gesorgt, dass wir alle 75.000 Euro Jahresgehalt quasi irgendwie bekommen oder rechnerisch pro Person entsteht. Ja, genau. Das finde ich gigantisch. Und vor allem in diesen Betrachtungen gerade sind unsere Mietannahmen drin, die wir bei Kauf getroffen haben, ne, in den Sollmieten. Also da ist nicht eine größere Anpassung drin, die wir jetzt am Markt sehen, was natürlich auch passiert. Also, ja, wenn ich aber Immobilien angucke, die wir schon länger haben, ist es überall immer besser noch geworden dann. Ne? Also es tut am Anfang mehr weh. Und auf der Mieterseite. Tatsächlich, weil wir haben ja eine Komponente in unseren Ankaufskalkulationen ja nicht drin. Wir kalkulieren weder mit einer Wertsteigerung noch mit einer Mietsteigerung zum aktuellen Zeitpunkt bei Kauf. Ja. Weil wir einfach
ja, auf der sicheren Seite sein wollen. Wir haben aber alleine in diesen 2 Jahren in den Städten, wo wir sind, aufgrund des noch massiven Zuwanderungsdrucks nach Berlin, auf jeden Fall ein deutliches Übertreffen dieser Annahmen feststellen können. Das Schöne ist zum Ankauf, ne? Haben wir kalkuliert, also unsere Soll-Final-Miete war ja die Marktmiete zum Zeitpunkt des Ankaufs. Also wir haben keine irgendwie spekulativen Mietsteigerungen reinkalkuliert. Nee, gar nicht. Also nicht nur spekulativ, sondern gar nicht. Also gar keine, Gar keine. Deswegen übertreffen wir uns quasi immer, weil der Markt natürlich aktuell zumindest extrem anzieht. Wo man immer aufpassen muss, dass man sich nicht selber verarscht mit Inflation. Also wenn du im gleichen Maße eine Geldentwertung hast, wie du deine Einnahmen steigerst, hast du nichts gewonnen an realer Kaufkraft. Aber tatsächlich war das überproportional in der Zeit. Deutlich überproportional. Ja. Also das kann man nicht vorschreiben, mindestens die Inflation hast du ja drin durch die Mietentwicklung, also auch in den Marktmieten. Ja, ja. Ist klar. Ja. Und was ich halt charmant finde für die Zukunft, ist natürlich die Flexibilität, die aus sowas entsteht. Also du kannst jetzt ja wirklich ein paar Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel könntest du irgendwann mal gehobene Werte auch realisieren, wenn du sagst, mir ist jetzt wichtig, dass ich Geld irgendwie auf dem Konto habe. Du könntest Geld aufs Konto bekommen, indem wir nachbeleihen und sagen, wir wollen den Bestand eben weiter wachsen lassen. Oder du könntest sagen, wir versuchen jetzt so schnell wie es geht einfach nur das zu automatisieren, dass wir das quasi sicher da liegen haben und können unsere komplette Energie auf andere Sachen konzentrieren. Und genau. Ja, wir hoffen, das war spannend und mit Sicherheit nicht die letzte Episode. Vielen Dank, Bodo Martin, für die letzten gut 2 Jahre schon bei dieser Reise. Vielen Dank an euch. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören bei der doch relativ langen Folge. Wer durchgehalten hat. Genau. Danke.